Sehr geehrte Damen und Herren, Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von nah und fern, ich darf Sie alle ganz herzlich zu unserer Anhörung, die gleichzeitig die 47. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit ist, begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass Frau Nase, die zuständige Abteilungsleiterin aus dem BMG, hier das Ministerium vertreten wird, und begrüße natürlich auch alle anderen Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Wir beschäftigen uns heute mit der künftigen Finanzierung der Pflegeversicherung. Hierzu liegen uns drei Anträge vor. Einmal ein Antrag der Fraktion der FDP, mehr Transparenz in der Pflegedebatte, Finanzierung der Pflege generationengerecht sichern. Ein Antrag der Fraktion Die Linke, zwei Klassensysteme in der Pflegeversicherung beenden. Und ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne, pflegegerecht und stabil finanzieren, die Pflegebürgerversicherung vollenden. Meine Damen und Herren, alle drei Antragsteller sind der Auffassung, dass die derzeitige Form der Finanzierung der Pflegeversicherung dem steigenden Pflegebedarf einer immer älter werdenden Gesellschaft nicht mehr genügt und deshalb das Finanzierungsmodell geändert werden muss. Während die Fraktion der FDP ein Drei-Säulen-Modell aus sozialer Pflegeversicherung, privater Pflegevorsorge und betrieblicher Pflegevorsorge präferiert, sind die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen der Auffassung, dass nur durch eine solidarische Pflegebürgerversicherung die künftigen Kosten aufgefangen werden können. Allerdings sind die Modelle dieser beiden Fraktionen unterschiedlich ausgestaltet. Gemeinsam ist ihnen, dass entsprechende Schritte zeitnah eingeleitet werden sollen, um die drohende Unterfinanzierung abzuwenden. Über diese unterschiedlichen Ansätze werden wir heute mit den Sachverständigen sprechen. Ich darf zuvor einige Anmerkungen machen zum Ablauf. Wir haben genau 120 Minuten zur Verfügung. In dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen Reihenfolge stellen. Und die Reihenfolge orientiert sich an der Größe der Fraktionen. Es wird immer eine Frage gestellt an einen Sachverständigen oder eine Sachverständige. Nach genau 120 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Und ich darf alle, also die Fragenden und die Antwortenden, darum bitten, sich kurz zu fassen. Und damit wir möglichst viele Fragen und Antworten erhalten können, ich bitte, das Mikrofon zu benutzen und dass der Name des Sachverständigen und der Verband genannt wird, damit das bei der Protokollierung einfacher ist und dass also die Zuschauer auf den Rängen und an den Fernsehgeräten nachvollziehen können, welche Partei hat welche Frage gestellt und welcher Sachverständiger oder Sachverständige hat geantwortet. Dann darf ich mitteilen, dass also mich bedanken bei allen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Das erleichtert den Fraktionen die Arbeit und auch dem Ausschuss. Und Mobiltelefone sollten ausgeschaltet sein. Ansonsten, wenn wir das mitbekommen und wir sind sehr wachsam hier vorne, dann kostet das 5 €, die wir dann einem guten Zweck zuleiten werden. Die Anhörung wird digital aufgezeichnet und zeitversetzt im Parlamentsfernsehen übertragen. Außerdem kann man sie sich ansehen in der Mediathek des Bundestages. Zusätzlich gibt es ein Wortprotokoll, das also auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Und ich darf für die erste Frage das Wort jetzt geben an die Kollegin Karin Mark.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und wir beginnen wie in jeder Anhörung sehr grundsätzlich. Deswegen richte ich meine erste Frage an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Sodan. Die Antragsteller fordern mit der Abschaffung der privaten Pflegepflicht, fordern diese Abschaffung der privaten Pflegepflichtversicherung. Wie ist denn der Vorschlag verfassungsrechtlich zu beurteilen? Herr Professor Sodan. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Abgeordnete Mark, ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten. Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag vom 29. Januar 2019 die private Pflegeversicherung in die soziale Pflegeversicherung mit dem Ziel der vollständigen Integration zu überführen. Diese zum wiederholten Male erhobene Forderung stößt nach meiner Überzeugung weiterhin auf schwerwiegende verfassungsrechtliche Einwände, die ich im Rahmen einer öffentlichen Anhörung dieses Ausschusses zuletzt am 21. Juni 2017 vortragen durfte. Diese Einwände lassen sich nochmals kurz wie folgt zusammenfassen. Sehr zweifelhaft ist bereits, ob der Bundestag für gesetzliche Festlegungen einer als umfassende Zwangsversicherung ausgestalteten sozialen Pflegeversicherung den Kompetenztitel Sozialversicherung für sich in Anspruch nehmen könnte. Nach der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts können zwar neue Lebenssachverhalte in das Gesamtsystem Sozialversicherung einbezogen werden, wenn zumindest eine Orientierung am klassischen Bild der Sozialversicherung erfolgt. Von diesem Bild würde sich jedoch eine umfassende Einwohnerversicherung gerade durch die künftige Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten vollends lösen. Zusätzliche Probleme im Hinblick auf die notwendige Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergäben sich hier bezüglich der Beihilfeberechtigten. Nach Angaben des Verbandes der privaten Krankenversicherung waren im Jahr 2017 insgesamt ca. 9,3 Millionen Menschen in den Schutz der privaten Pflegeversicherung einbezogen. Etwa die Hälfte von diesen Versicherten war beihilfeberechtigt. Der Bundesgesetzgeber besitzt nach dem Grundgesetz aber keine Kompetenz, Landesbeamte in die soziale Pflegeversicherung zwangsweise einzubeziehen. Ferner fehlt eine Zuständigkeit des Bundes, die Länder zur Eingliederung ihrer Beamten in eine Einheitsversicherung nach dem Modell dieses Sozialversicherungszweiges zu verpflichten. Eine als umfassende Einwohnerversicherung ausgestaltete Sozialversicherung ließe sich auch mit Grundrechtsvorschriften nicht vereinbaren. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts greifen Zwangsmitgliedschaften in öffentlich-rechtlichen Körperschaften in das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ein und sind von daher rechtfertigungsbedürftig. Zwar ist eine soziale Pflegeversicherung prinzipiell zulässig, eine die gesamte Bevölkerung einbeziehende Sozialversicherung würde aber für viele Pflichtmitglieder, die andernfalls in den Schutz der privaten Pflegeversicherung einbezogen werden, zu einer unnötigen und damit unverhältnismäßigen Zwangszugehörigkeit führen. Auch das fiskalische Motiv niedriger Beitragssätze oder einer Vermeidung von Bundeszuschüssen kann eine umfassende soziale Bürgerzwangsversicherung in grundrechtlicher Hinsicht nicht legitimieren. Dies hat der frühere Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Ferdinand Kirchhoff, bereits 2004 in einem Aufsatz zur Krankenversicherung zu Recht ausgeführt. Ein solches Versicherungsmodell wäre daher wegen Verstoßes gegen das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit verfassungswidrig. Abgesehen davon müsste, und da lese ich von der Fraktion Die Linken weiterhin gar nichts, jedenfalls ein Bestandsschutz zugunsten derjenigen Personen geregelt werden, die derzeit über eine private Pflegeversicherung verfügen. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass eine Abschaffung dieser privaten Versicherung ferner gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit verstoßen würde, auf welches sich private Versicherer berufen können. Der Antrag der Fraktion Die Linke lässt keine öffentlichen Interessen erkennen, die von einem solchen Gewicht sind, dass ich mit Ihnen im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung die Zerstörung des Geschäftsmodells der privaten Pflegeversicherung rechtfertigen ließe. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Dittmar.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, Frau Fix. Im Unterschied zur Krankenversicherung erhalten Versicherte in der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung die gleichen Leistungen. Die Ausgaben pro Versicherten liegen in der gesetzlichen Pflegeversicherung jedoch wesentlich höher als in der privaten. Wie bewerten Sie diesen Sachverhalt auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Risikostruktur in den beiden Zweigen der Pflegeversicherung? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die BAGW. Ja, in der Tat gibt es in der sozialen Pflegeversicherung und in der privaten Pflegeversicherung gleiche Leistungen. Gleichzeitig sind die Risikostrukturen beider Versicherungszweige sehr unterschiedlich. Und das kann man auch anhand von Zahlen sehr schön aufzeigen. Der Barmer Pflegereport weist für das Jahr 2016 aus, dass die Ausgaben pro Versicherten in der sozialen Pflegeversicherung im Durchschnitt 393 Euro betragen haben, in der privaten Pflegeversicherung hingegen nur 168 Euro. In der sozialen Pflegeversicherung waren ca. 4,6% der Mitglieder Leistungsempfänger, in der privaten Pflegeversicherung hingegen nur 2,27%. Zudem sind in der privaten Pflegeversicherung die besseren Einkommensklassen sozusagen versichert. Also das Einkommen liegt 60% über dem Durchschnitt sozusagen der Versicherten in der sozialen Pflegeversicherung. Und wir wissen ja auch, dass Einkommen mit Gesundheitszustand korreliert. Und zudem gibt es dann auch noch die Entwicklung, dass noch zumindest in der privaten Pflegeversicherung auch die Altersstruktur der Versicherten in Anführungsstrichen besser ist im Hinblick auf die Möglichkeit der Inzidenz von Pflegebedürftigkeit. All dies führt dazu, dass in der privaten Versicherung sozusagen die besseren Risiken abgesichert sind, sodass die private Versicherung auch gewissermaßen eine große Menge sozusagen an Rückstellungen angesammelt hat. Und es stellt sich schon die Frage, ob es gerechtfertigt ist, das sehe ich ein bisschen anders als Professor Sodan, dass private und soziale Pflegeversicherungen angesichts der vielen Gemeinsamkeiten nicht nur im Leistungsgeschehen, sondern auch in den Strukturprinzipien, ich verweise nur auf beitragsfreie Mitversicherung von Kindern, keine Prämienkalkulation, die differenziert nach Geschlechtern, sozusagen festgelegte Prämien, die begrenzt sind auf die Höchstbeträge in der Sozialversicherung, keine Wartezeiten etc. etc. Also alles Elemente, die eigentlich der privaten Versicherung sonst fremd sind. Also angesichts dieser gemeinsamen Strukturprinzipien stellt sich mir die Frage, ob es wirklich gerechtfertigt ist, sozusagen beide Versicherungszweige nebeneinander aufrechtzuerhalten und ob man nicht darüber nachdenken sollte, und das ist die Position der freien Wohlfahrtspflege, eine einheitliche Versicherung in der sozialen und in der privaten Pflegeversicherung zu schaffen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Gerke. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Arbeitgeberverband Pflege, Herrn Greiner. Ganz unabhängig von den eben gehörten verfassungsrechtlichen Bedenken, die wäre meine Frage, kann ein Umbau der Pflegeversicherung in eine Bürgerversicherung, wie er eben von der Grünen und von der Linken gefordert wird, eine bessere pflegerische Versorgung überhaupt sicherstellen? Herr Greiner. Ich werde es versuchen, kurz zu machen. Zunächst mal, denke ich, ist für jeden Menschen, der heute betroffen ist, der Leistungen bekommt, ist es zunächst nicht relevant, ob das nun mal die private oder die soziale Pflegeversicherung ist. Ich glaube, auch in der Zukunft wäre es für die Betroffenen nicht relevant, ob die beiden Systeme zusammengeführt werden. Ich glaube, die Probleme, die wir haben, mit denen wir im Moment meistens zu kämpfen haben, also Stichwort, wo kommen Pflegekräfte her? Wie können wir einen wachsenden Bedarf erfüllen? Wie finanzieren wir das Ganze? Kurz gesagt, wer macht es zukünftig und wer bezahlt es? Dafür, glaube ich, hat diese Entscheidung keinerlei Auswirkungen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mohnstadt von der CDU-CSU-Fraktion. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Dr. Martin Albrecht. Können Sie zum tieferen Verständnis kurz die derzeitige Struktur der Pflegeversicherung als Grundabsicherung in Klammern Teilabsicherung Klammer zu im Pflegefall erläutern? Herr Dr. Albrecht.
Albrecht, Einzelsachverständiger. Vielen Dank für die Frage. Die Pflegeversicherung ist von Beginn an als Teilkostenabsicherung konzipiert. Und das heißt, dass ihre Leistungen nur einen Teil der mit der Pflegebedürftigkeit entstehenden Kosten decken. Dieser Teil-Kasko-Charakter hat sich in den letzten Jahren in Form zunehmender finanzieller Eigenleistungen der Pflegebedürftigen niedergeschlagen. Und bei finanzieller Überforderung können dann Pflegebedürftige Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen. Die hohen finanziellen Belastungen der Kommunen als Sozialleistungsträger waren ja auch eine der wesentlichen Gründe für die Einführung der Pflegeversicherung. Entgegen den Eindrücken aus der aktuellen Diskussion war aber die Inanspruchnahme der Sozialhilfe wegen Pflegebedürftigkeit in den letzten Jahren rückläufig. Der Anteil der Bezieher von Hilfe zur Pflege unter den Pflegebedürftigen ist bereits seit Jahresende 2011 von 13,2% auf 12,2% zum Jahresende 2015 gesunken und dann noch einmal besonders stark nach Umstellung auf die neuen Pflegegrade auf jetzt 8,4% zum Jahresende 2017. Unter dem Pflegebedürftigen mit vollstationärer Pflege sind die Anteilswerte natürlich deutlich höher. Allerdings ist deren Anzahl seit Jahresende 2015 gesunken. Ein Ausbau der Pflegeversicherung in Richtung einer Vollkostenabsicherung ist insbesondere verteilungspolitisch meiner Meinung nach kritisch zu sehen. Damit würde noch mehr auf die Möglichkeit des Entsparens, also des Vermögensabbaus im Alter und der Bedürftigkeitsprüfung im Zusammenhang mit Sozialhilfeleisten bei finanzieller Überforderung verzichtet. Und das käme einer Schonversicherung für das vererbbare Vermögen gleich und wäre auch international meiner Meinung nach ohne Beispiel. Unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten ist nicht nachvollziehbar, warum auch Beitragszahlungen von Geringverdienern den Vermögens- und Erbenschutz von wirtschaftlich besser situierten Haushalten ermöglichen sollen. Und ein weiterer Aspekt ist, dass die aktuelle Diskussion auch zu einer Diskreditierung des Sozialhilfesystems beiträgt, die, soweit sie berechtigt ist, zum Anlass genommen werden sollte, die Defizite dort in diesem System zu beseitigen. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Westig von der FDP-Fraktion. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Einzelsachverständigen, Professor Dr. Hagist. Wie bewerten Sie das Zusammenspiel der Kapitaldeckung und der Umlagefinanzierung in der Pflegeversicherung? Herr Professor Dr. Hagist, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn man sich das Pflegerisiko anschaut, dann sieht man eben eindeutig, dass das Gros der Ausgaben in der Pflegeversicherung eben um das Alter 80 beginnt stark anzusteigen. Das heißt, die Pflege ist im Prinzip hat ein Langlebigkeitsrisiko. Wenn Sie lange leben, dann haben Sie auch ein hohes Pflegerisiko. Und aufgrund dieses Risikoverlaufs ist es eigentlich prädestiniert dafür, dass man große Teile dieses Pflegerisikos eigentlich kapitalgedeckt vorsorgt. Das war eigentlich schon zur Einführung der sozialen Pflegeversicherung bzw. der gesetzlichen Pflegeversicherung 1995 der Fall. Schon dort hätte man eigentlich einen viel größeren Teil kapitalgedeckt vorsorgen können und aus ökonomischer Sicht eben auch müssen, denn im demografischen Wandel stellt eben die Kapitaldeckung das wesentlich effizientere Vorsorgeverfahren dar als die Umlagefinanzierung. Und daher wäre eigentlich eben schon damals angebracht gewesen, einen besseren Ausgleich zwischen Kapitaldeckung und Umlagefinanzierung vorzusehen. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass wenn man es 1995 nicht gemacht hätte, das heute zu unterlassen hätte, sondern wir können auch heute noch umsteuern und eben ein optimaleres Verhältnis von Kapital zu Umlagefinanzierung eben in das Pflegesystem integrieren, was dann die Lasten des demografischen Wandels eben gleichmäßiger auf die Generationen verteilen würde. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Zimmermann von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Gress von der Hochschule Fulda. Können Sie die Unterschiede zwischen bzw. Ungerechtigkeiten zwischen den beiden Pflegeversicherungszweigen mit Zahlen belegen, sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite? Und welche Entlastungseffekte auf dem Beitragssatz hätte ein vollständiger Finanzausgleich zwischen der sozialen Pflegeversicherung und der privaten Versicherung, sowohl wieder auf der Einnahmenseite als auch auf der Ausgabenseite? Herr Professor Dr. Kress, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Stefan Gress, Hochschule Fulda. Es war ja gerade schon angesprochen, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen in der sozialen Pflegeversicherung relativ gesehen
ungefähr doppelt so hoch ist wie in der privaten Pflegepflichtversicherung. Die Leistungsausgaben, selbst wenn man die Beihilfeausgaben dazu rechnet, ungefähr 2,5-mal so hoch. Und auch die Beiträge sind in der sozialen Pflegeversicherung deutlich höher, mit ungefähr 500 Euro pro Versicherten pro Jahr im Jahr 2017. Im privaten Zweig waren es nur 278 etwa. Von diesem Teil ist natürlich auch noch ein erheblicher Teil in die Alterungsrückstellung geflossen. Bei, und das ist auch schon angesprochen gewesen, identischem Leistungsanspruch, sodass in die Ursachen für diese Unterschiede in massiven Unterschieden in Pflegerisiko liegen müssen. Es gibt deutliche Unterschiede in den Pflegeprävalenzen in sämtlichen Altersgruppen. Ursache hierfür sind die Selektionseffekte bei der Einwahl in die private Krankenversicherung, sodass von einer ausgewogenen Lastenverteilung, wie es 2001 im Urteil des Bundesverfassungsgerichts angesprochen war, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart und auch nicht in der Zukunft die Rede sein kann, weil entgegen vieler Vorhersagen haben sich diese Unterschiede nicht grundsätzlich angeglichen. Und ich sehe auch ohne Interventionen keine Änderung im Zeitablauf in der Zukunft, weil diese Selektion an der Schnittstelle zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung haben wir immer noch. Also dieser Effekt wird dauerhaft beibestehen. Weiter bestehen das Pflegerisiko auch in den hohen Altersgruppen, ist im privaten Bereich geringer als in der sozialen Pflegeversicherung. Das hat auch was mit sozialer Schicht zu tun. Der angesprochene Finanzausgleich, das haben wir mal durchgerechnet, wie die Beitragskalkulation aussehen würde, wenn wir identisch kalkulieren würden in beiden Zweigen der gesetzlichen Pflegeversicherung. Und da würden sich nach Zahlen aus dem Jahr 2016, aus dem sozioökonomischen Panel, eine Entlastung von etwa 5,8 Milliarden Euro ergeben. Das sind ungefähr 0,4 Beitragssatzpunkte. Ursache dafür sind zum einen die hohen Einkommensunterschiede, ungefähr 52.000 Euro pro Versicherten in der privaten Pflegepflichtversicherung im Vergleich zu 25.000 Euro in der sozialen Pflegeversicherung, und natürlich auch die Unterschiede in den Ausgaben. Sodass aus meiner Sicht, und das ist meine abschließende Bemerkung, ein solcher Finanzausgleich zukünftige Lasten, insbesondere für eine verbesserte Personalausstattung und auch für eine verbesserte Bezahlung von Pflegekräften, nicht nur gerechter, sondern auch nachhaltiger finanzieren ließen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Schulz-Asche von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Kalwitzki von Sozium an der Universität Bremen. Welche Verteilungswirkungen sind im Modell der von uns Grünen vorgeschlagenen Pflegebürgerversicherung zu erwarten? Und teilen Sie die Kritik aus der Stellungnahme von Frau Kochskemper vom Institut der Wirtschaft, dass die Pflegebürgerversicherung künftige Generationen zusätzlich belasten würde? Herr Kalwitzki, Sie haben das Wort. Ja. Vielen Dank für die Frage. Thomas Kalwitzki für das Sozium der Universität Bremen. Die Verteilungswirkung einer Bürgerversicherung, die folgt der Logik der Integration der systematisch besseren Versicherungsstruktur der PPV, die Frau Fix und Herr Gress schon angesprochen haben, in die soziale Pflegeversicherung und die hieraus resultierende Absenkung des zum Budgetausgleich notwendigen Beitragssatzes führt dann bei einer gleichzeitigen Anhebung von Beitragsbemessungsgrenze und einer Ausweitung der Beitragspflicht auf andere Einkommensarten, jedenfalls im Querschnitt, zu einer intragenerativen Umverteilung, bei der dann sowohl die Sozialpflegeversicherungsversicherten heutigen als auch die einkommensschwächeren heute Privatpflegeversicherten entlastet würden, während dabei die einkommensstärkeren Privatpflegeversicherten belastet werden. Also eine Umverteilung im Vergleich zum Status quo, bei der es zu einer Verstärkung der vertikalen Umverteilung von oben nach unten kommt und die dazu dann führt, dass alle heute sozialversicherten Pflegeversicherten entlastet und etwa 2/3 der heute Privatversicherten belastet werden. Die letzteren, die zusätzlich Belasteten, allerdings in einem Umfang von durchschnittlich weniger als 15 Euro
pro Monat in der Mehrbelastung. Neben diesen somit eher geringen Mehrbelastungen für einen Teil der heute Privatversicherten stellt sich auf Systemebene die Frage, wie sich diese Umstellung dann langfristig und mit einem Kollektivbezug auswirken wird. Und dazu lässt sich sagen, dass in einer Sozialversicherung, die jedenfalls altersbezogene Risiken abdeckt, die finanzielle Last des Risikos typischerweise durch die Folgegeneration getragen wird. Dabei erhält die nahe am Einführungszeitpunkt der Sozialversicherung leistungsbeziehende Generation ein Einführungsgeschenk, weil sie nicht vorgeleistet hat. Dieses Geschenk wird dann über die Zeit fortgeschrieben und läuft als implizite Schuld vor jeder leistungszahlenden Generation her. Und das ist allerdings gerade ein Wesen einer solchen Sozialversicherung und kein Fehler, kein Betriebsunfall, der behoben, der vermieden werden kann oder muss. Aber die steigende Anzahl von Versicherten in dieser Sozialversicherung, zu der es dann kommen würde bei einer Integration, führt tatsächlich zu einer höheren impliziten Schuld. Hier geht es dann allerdings, da es, wie gesagt, nicht zu beheben oder zu vermeiden ist, eher darum, wie diese Schuld normativ zu bewerten ist, unter solidarischen Gesichtspunkten. Sie ist dabei nicht als systematisch falsch zu bewerten, da es in Bezug auf Generationengerechtigkeit nicht nur um die reinen Finanzströme geht, sondern vielmehr auch um die strukturellen ideellen Gegenwerte, die an die folgenden Generationen übergeben werden, im vorliegenden Fall etwa eine belastbare Pflegeinfrastruktur, die darüber aufgebaut wird, das Humankapital, diese Struktur auch mit Leistung zu füllen, die an die nächste Generation wiederum weitergegeben wird. Auch bei einer engeren Betrachtung, die nur die finanziellen Wirkungen betrachtet, wird die beschriebene implizite Schuld einerseits also steigen, gleichzeitig wird aber zu einer vollständigen Integration der privaten Pflegeversicherung in die soziale Pflegeversicherung, wenn es denn verfassungsmäßig zulässig ist, eine Überführung der gebildeten Altersrückstellung erfolgen. Diese könnte dann genau dazu genutzt werden, um den beschriebenen Effekt dieser impliziten Schuld, nämlich das Ansteigen proportional zur steigenden Zahl der Versicherten, deutlich zu reduzieren, wenn auch systembedingt nicht vollständig aufzuheben oder auszugleichen. Zur expliziten Herstellung und Forderung von Generationengerechtigkeit sind jedoch letztlich alle Maßnahmen innerhalb der Sozialversicherungssysteme ungeeignet, weil es eher der falsche Weg ist und man sollte die Staatsverschuldung reduzieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens von der SPD-Fraktion. Vielen Dank. Und die Frage geht an Professor Dr. Stefan Gress. Herr Professor Gress, Sie raten in Ihrer Stellungnahme ausdrücklich von einer Ausweitung der kapitalgedeckten Finanzierung der Pflegeversicherung ab und empfehlen eine Umwidmung des Pflegevorsorgefonds. Bitte erläutern Sie uns dies. Herr Professor Dr. Gress, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Stefan Gress, Hochschule Fulda. Eine Ausweitung von Elementen individueller oder kollektiver Finanzierungselemente der Kapitaldeckung, wie wir sie ja als Bestandteil des Systems der Pflegeversicherung schon haben, ist aus meiner Sicht in der Tat nicht zu empfehlen. Die individuelle Kapitaldeckung, der sogenannte Pflegebar, erreicht nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung und der kollektiv finanzierte Pflegevorsorgefonds ist ungeeignet, die demografischen Wirkungen in der sozialen Pflegeversicherung wirkungsvoll zu begrenzen. Es wäre aus meiner Sicht geradezu fatal, in Zeiten von Niedrig- und teilweise sogar Negativzinsen die Abhängigkeit der umlagefinanzierten sozialen Pflegeversicherung vom Kapitalmarkt weiter zu erhöhen. Ich schlage daher tatsächlich vor, den Pflegevorsorgefonds in einen Pflegepersonalfonds umzuwandeln und die bisher gebildeten Rücklagen zur dringend notwendigen, zumindest Teilfinanzierung eines bedarfsgerechten Personalschlüssels in der Pflege, in der Langzeitpflege und in einer angemessenen Vergütung der Pflegekräfte zu verwenden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Erich Elsdorfer von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Martin Albrecht. Wie wichtig ist eine Stärkung der privaten Pflegevorsorge für die generelle Zukunftsfähigkeit der Pflegeversicherung? Wie ist Ihre Einschätzung? Vielen Dank, Herr Dr. Albrecht. Albrecht, EGES-Institut, vielen Dank für die Frage.
Eine Stärkung der privaten Pflegevorsorge ist wichtig, solange die Pflegeversicherung eine Teilkostenversicherung bleibt, wofür einige Gründe sprechen, die ich vorhin erläutert habe. Das Pflegerisiko ist mehr noch als das Krankheitsrisiko mit höherem Alter assoziiert. Daher eignet es sich prinzipiell stärker für Formen der finanziellen Vorsorge, bei denen die Belastungen über längere Zeiträume verteilt werden können. Da sowohl weitere Leistungsverbesserungen als auch Mehrausgaben zur Verbesserung der Beschäftigungssituation in der Pflege angestrebt werden, sollten die Möglichkeiten zur privaten Pflegevorsorge in Ergänzung zur Teilkostenabsicherung ausgeweitet werden. Die gegenwärtigen, teilweise geförderten Formen der privaten Vorsorge erscheinen mir jedoch wenig attraktiv. Pflegezusatzversicherungen lohnen sich ja vor allem, wenn man sie in jüngerem Alter abschließt. Ihr realer Deckungsbeitrag zum späteren Pflegerisiko ist aber nur schwer abschätzbar, weil in der Regel langfristig fixierte Leistungsobergrenzen gelten. Eine Stärkung der privaten Pflegevorsorge, die größere Teile der Bevölkerung erreicht, erfordert daher einen breiteren Ansatz, der den gesamten Bereich der Alterssicherung auch mit einbezieht und die gezielt gesetzlich geförderten Formen der Pflegevorsorge sollten zudem alternative und innovative Formen vorsehen und adressieren, beispielsweise Versicherungsprodukte mit Assistenzleistungen oder auch der Bereich Immobilienverrentung, Umkehrhypotheken. Staatliche Unterstützung sollte dabei nicht in erster Linie Produktsubventionierungen vorsehen. Notwendig sind meines Erachtens nach auch rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, welche die Entwicklung innovativer Anbieter und Produkte begünstigen. Flankiert werden sollte dies durch Maßnahmen auch für einen ausreichenden Verbraucherschutz, zum Beispiel Schaffung verbindlicher Produktstandards oder die Absicherung der Folgen von Insolvenzen, gerade innovativer Anbieter für die Verbraucher. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Schmidtke von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Verband der privaten Krankenversicherung. Welche Fördermöglichkeiten bietet der Staat schon heute, um die Bürger bei der privaten Vorsorge durch eine Pflegezusatzversicherung zu unterstützen? Herr Reuter, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Frage. Wir haben ja im Moment ein gewisses System aus verschiedenen Säulen der privaten Vorsorge, auch für den Pflegefall. Das, was staatlich gefördert wird, ist die gesetzlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung, landläufig auch der sogenannte Pflegebar, der seit 2013 am Markt ist und auch eine deutliche Verbesserung dargestellt hat zu der Situation davor. Man muss sehen, seitdem es diese Förderung gibt, ist die Zahl der ergänzenden Pflegeversicherungen hat sich fast verdoppelt im Verhältnis zu den 10 Jahren davor. Allerdings ein weiterer Ausbau der Fördermechanismen in diesem Zusammenhang wäre wünschenswert, weil sämtliche Formen der ergänzenden privaten Pflegeversicherung sind ein geeignetes Mittel, um hier Rücklagen für das Alter zu schaffen, um dann auch die pflegerische Versorgung zu finanzieren. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Bettina Müller von der SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Im Gegensatz zur ambulanten Pflege werden die Kosten für die medizinische Behandlungspflege im stationären Bereich ja teilweise nicht von der Krankenversicherung getragen. Welchen Beitrag zur Entlastung der Versicherten kann die Übernahme der Kosten für die medizinische Behandlungspflege aus dem SGB V leisten? Herr Kiefer. Ja, Gernot Kiefer, GKV Spitzenverband, herzlichen Dank. Ganz kurz die Bemerkung, es ist ja schon so, dass diese Situation, die Sie beschreiben, ein Stück weit ein wahrscheinlich historisch gebundener Kompromiss bei Einführung der Pflegeversicherung gewesen ist. Und insofern kann man, glaube ich, manche Mechanismen, glaube ich, nur auf dieser historischen Blaupause erklären. Konkret ist es so, dass wir nach den Berechnungen, die uns vorliegen, in etwa, wenn der Gesetzgeber eine vollständige Übernahme der Kosten durch die gesetzliche Krankenversicherung vorsehen würde, dass wir da in etwa von einem Betrag reden würden, Entlastung sozusagen für die
Zweig Pflegeversicherung von roundabout 3 Milliarden, Belastung Krankenversicherung dann etwa in gleicher Höhe. Da es sich in der Regel dann bei 90% um den gleichen Personenkreis handelt, ist das natürlich eine Verschiebung zwischen den Versicherungszweigen. Hinsichtlich der Frage, wer kommt dann für die Beiträge auf, ist die Konsequenz dann im Wesentlichen ja auch bekannt. Das muss man sehen. Einen Effekt bezogen auf die Versicherten hätte dies nur dann, wenn der Gesetzgeber gleichzeitig eine in der Sache sehr klare und durchsetzungsfähige Regelung schafft, die entsprechend eine Entlastung bei den Beiträgen sozusagen der Pflegeversicherung bedingt, damit dann entsprechend heute finanzierte Aufwendungen der häuslichen Krankenpflege dann auch aus dem Finanztableau der Pflegeversicherung Kosten für die stationären Einrichtungen und Ähnliches rausgerechnet wird. Das ist die dringende Notwendigkeit, wenn man darüber nachdenkt, dass man hier einen entsprechenden robusten sozusagen Entlastungseffekt nur dann erzielen kann, wenn tatsächlich dann auch die heutigen Budgets und Verträge um diesen Betrag bereinigt werden. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Herr Öhme von der AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Arbeitgeberverband Pflege. Zur Sicherung der pflegerischen Versorgung und deren Finanzierung ist aus unserer Sicht die Stärkung der pflegenden Angehörigen zum einen in steuerlicher Hinsicht und zum anderen, wenn möglich, in organisatorischer Hinsicht notwendig. Was halten Sie von diesem Ansatz und welche Maßnahmen müssten Ihrer Ansicht nach ergriffen werden, um Leistungsanbietern eine konzeptionelle Umsetzung zu ermöglichen? Danke. Herr Greiner, Sie haben das Wort. Also zunächst, wenn Sie mal Unternehmer sind, haben Sie ja die gute Eigenschaft, dass Sie sagen, wo sind eigentlich die größten Zielgruppen, um es mal so auszudrücken. Und in meiner Wahrnehmung geht die öffentliche Diskussion sehr stark über die Themen im stationären Bereich oder eben auch im ambulanten Bereich. Und wenn wir uns klar machen, dass wir von 3,4 Millionen Pflegebedürftigen heute 2,6 Millionen haben, die zu Hause versorgt werden, davon 1,76 Millionen durch die Angehörigen alleine und nochmal 830.000 als Angehörige und ambulanter Dienst, dann glaube ich, ist es schon mal wichtig, auf diese Gruppe zu schauen. Und in unserem Verband sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren diese Unternehmen, die 24 Stunden häusliche Betreuung anbieten. Es gibt darüber relativ wenig Zahlen. Manches Mal wird davon gesprochen, dass es rund 400.000 Betreuungskräfte gäbe in privaten Haushalten. Und insofern hat man mal eine Vorstellung, wie groß diese Zielgruppe ist. In meiner Erfahrung ist es so, dass es ein Angebot ist, das für die Menge der Leute eigentlich die Priorität eins ist. Die möchten gerne zu Hause bleiben, haben aber insbesondere das Problem, wenn sie in einem Personenhaushalt sind, wenn ihre Kinder weit weg wohnen, wenn sie keine Familienangehörigen mehr vor Ort haben, wie eben dann dafür gesorgt werden kann, dass die Familie entweder unterstützt wird, Teil der Zeit, oder aber eben sogar auch ersetzt wird durch 24-stündige häusliche Betreuung. Und insofern glaube ich, dass es mal Sinn macht, von der aus meiner Sicht völlig überfixierten Konzentration auf ambulant und stationär mit einem unglaublichen Regelungs-Tsunami, muss man sozusagen, mal dahin zu schauen und beispielsweise sich anzugucken, wie machen das eigentlich andere Länder. Und es empfiehlt sich insbesondere mal nach Österreich zu schauen, die ja in dem Bereich, was Lösungen anbelangt sind, schon ein großes Stück weiter sind. Und da kommen dann schon auch Stichworte wie Sozialversicherungsthemen, Steuerzuschüsse, Zuschüsse zur Sozialversicherung, Abgaben, um diese Modelle auf eine Basis zu stellen, die sie eben dann nachher noch weiter verbreitet. Darüber hinaus, glaube ich, macht es durchaus Sinn, mal sich zu überlegen, wie kann man Familien steuerlich entlasten. Ich meine, das ist klar, wenn ich einen Maler beschäftige oder wenn ich sonstige Handwerker beschäftige, habe ich bestimmte steuerliche Beträge. Ich glaube, dass da ein Ansatz da ist, weil ich gehe davon aus, der Druck
auf die Versorgung im familiären Bereich wird noch steigen. Wir haben heute schon die Situation, dass im ambulanten Bereich Kunden abgewiesen werden müssen, weil wir keine Pflegekräfte dafür haben. Wir haben durch die Erhöhung der Personalschlüssel im stationären Bereich das Problem, wenn Sie keine Personen, keine Pflegekräfte finden, dann haben Sie eben nur eine reduzierte Bettenzahl. Und hier gibt es Entwicklungen, die dafür sorgen werden, dass es noch mehr auf die Familie ankommt. Die Dinge, die wir im Moment diskutieren, Stichwort bessere Bezahlung, egal über den Weg Mindestlohnkommission oder über den Weg allgemeinverbindlicher Tarifvertrag, werden dazu führen, dass die Zuzahlungen steigen werden, massiv, insbesondere in den neuen Bundesländern. Und auch das wird dazu führen, dass die Frage kommt, was können wir in der Familie machen, dass die entsprechend noch steigt. Die bisherigen Angebote, Schulungen etc. sind aus meiner Sicht zu begrüßen. Aber ich glaube, in dem Bereich ist vieles, wo man die Situation für die Familie noch verbessern könnte. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Emmy Zollner von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, meine Frage geht an den Herrn Kiefer vom GKV-Spitzenverband. Welche Ausgabenentwicklung der sozialen Pflegeversicherung prognostizieren Sie für die kommenden Jahre unter Berücksichtigung der demografischen und konjunkturellen Entwicklung? Vielen Dank, Herr Kiefer. Ja, Frau Abgeordnete Zollner, herzlichen Dank. Wir gehen davon aus, dass unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen, das heißt also Anhebung des Beitragssatzes in der Pflegeversicherung auf 3,05%, die Ausgabenentwicklung und die Einnahmenentwicklung so verlaufen werden in etwa bis 2022, dass mit dem jetzigen Beitragssatz dann auch das heutige Leistungsniveau dann auch finanziert werden kann. Dem liegt einnahmeseitig eine Schätzung zugrunde, dass die Bruttolohn- und Gehaltsentwicklung etwa auf um 3,7% sich weiter positiv entwickeln wird. Wir gehen davon aus, dass die überproportionalen Zugänge in die Pflegeversicherung, die wir aufgrund der Sonderentwicklung der Pflegestärkungsgesetze und der Umstellung hatten, sich etwas abschwächen werden. Wir unter etwa einen jährlichen Zuwachs von 150.000 Leistungsempfänger haben werden. Und dass in diesem Zeitraum der gesetzliche Auftrag zur Anhebung der Leistungsbeträge nach § 30 SGB 11 etwa 5% bezieht. Das sind die Annahmen. Bei diesen Annahmen kommen wir dazu, dass in etwa 2021 eine Rücklage in der Pflegeversicherung bestehen wird von roundabout 8 Milliarden Euro. Ich will deutlich darauf hinweisen, dass diese gesamten Aussagen zu dem Zahlenwerk ja immer ein gewisses Risiko natürlich darstellen, dass sie aber unter heutigen leistungsrechtlichen Bedingungen sind. Das heißt, wenn finanzwirksame Reformen, wie sie teilweise diskutiert, auch zu Recht mindestens erwogen werden, dazukommen, wie beispielsweise die Wirkung eines deutlichen Anhebung des Tarifgefüges, Personalbemessungsverfahren mit entsprechenden Effekten und Ähnlichem, muss man davon ausgehen, dass natürlich dieses Finanzdepot, so wie ich es hier vorgetragen habe, so eins zu eins nicht entsprechend eintreten wird. Aber also unter Ceteris Paribus-Bedingungen haben wir eine gewisse Stabilität, was die Finanzlage der Pflegeversicherung betrifft, bis etwa 2022. Vielen Dank. Frau Westig von der FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Kochskemper vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Führt eine Pflegebürgerversicherung aus Ihrer Sicht zu einer geringeren Belastung zukünftiger Generationen? Frau Dr. Kochskemper. Susanna Kochskemper vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht führt die Einführung einer oder die Umstellung in eine Pflegebürgerversicherung nicht zu einer Entlastung künftiger Generationen. Das hatten wir ja gerade auch schon gehört. Langfristig ist damit zu rechnen, dass die implizite Schuld einer solchen oder in der Versicherung steigt durch eine solche Maßnahme. Denn das liegt auch, darüber hatten wir auch schon gesprochen, an der Versichertenstruktur. Denn momentan steht die Versichertenstruktur der privaten Pflegeversicherung zwar besser da, aber
Die Altersstruktur dort ist schon heute ungünstiger als in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Und somit ist davon auszugehen, dass hier in Zukunft sich eine Versichertenstruktur, eine Altersstruktur der Bürgerversicherung sogar ungünstiger entwickeln würde als die einer sozialen Pflegeversicherung im Status quo. Deswegen gehen wir davon aus, dass eben die Belastung für die künftige Generation steigt und auch die Frage, ob Zukunftsinvestitionen denn so oder heutige Investitionen durch eine Erhöhung der impliziten Schuld so gerechtfertigt sein könnte. Nun, wir haben diese Diskussion ja schon alleine in der Staatsverschuldung, wenn wir über die Frage diskutieren, explizite Schuld, Schuldenbremse, können wir Schulden machen, um Investitionen für die Zukunft zu rechtfertigen? Diese Diskussion in einem umlagefinanzierten Sozialversicherungssystem zu führen, ist umso problematischer. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richte ich an Herrn Professor Stefan Gress. Das ist ja schon mal auch thematisiert heute. Die Integration der privaten Pflegeversicherung in die soziale Pflegeversicherung ist nach Einschätzung vieler nicht verfassungsgemäß. Sie sagen aber, es sei verfassungsgemäß. Worauf stützen und wie begründen Sie Ihre Rechtsauffassung? Herr Professor Dr. Gress. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Stefan Gress, Hochschule Fulda. Ich nehme mir das Recht vorab, vor der Beantwortung der Frage eine zusätzliche Frage zu stellen, nämlich ob die derzeitige Situation verfassungsgemäß ist. Das Bundesverfassungsgericht hat 2001 in seinem Urteil zur Verfassungsmäßigkeit der privaten Pflegepflichtversicherung ausgeführt, dass der Gesetzgeber eine Pflegevolksversicherung in der Gestalt zweier Versicherungszweige geschaffen hat, die einzelnen Gruppen dem einen oder anderen Versicherungszweig sachgerecht zugeordnet hat und unter dem Gesichtspunkt einer ausgewogenen Leistungsverteilung zugeordnet hat. Und von einer ausgewogenen Leistungsverteilung oder Lastenverteilung kann nicht die Rede sein, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, auch nicht in der Zukunft, selbst wenn sich die Altersstruktur annähern sollte. Von einer Annäherung der Pflegeprävalenzen in den beiden Versicherungszweigen kann überhaupt keine Rede sein. Die Ziele einer Pflegebürgerversicherung, jetzt um auf Ihre Frage zurückzukommen, insbesondere die Nachhaltigkeit der Finanzierung zu stärken und Gerechtigkeitsdefizite abzubauen, sind vom Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit als besonders wichtige Interessen der Gemeinschaft anerkannt worden, die entsprechend starke Eingriffe rechtfertigen. Die Beschränkung der Vertrags- und Vorsorgefreiheit zumindest der Neuversicherungspflichtigen und der Vertrags- und Berufsfreiheit der PKV-Unternehmen in Zukunft neue Verträge abzuschließen, sind aus meiner Sicht geeignet und erforderlich, diese Ziele zu erreichen. Aus meiner Sicht ist deswegen eine solche Reform zumutbar und angemessen, auch wenn natürlich in der Beurteilung dieser Schranke große Spielräume bestehen. Endgültig werden wir es erst wissen, wenn das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack von der CDU-CSU-Fraktion. Meine Frage richtet sich an die PKV, Herr Reuter. Frau Dr. Kochskämper hat ja nun schon ausgeführt, was die Einführung einer Bürgerversicherung in der Pflege im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit bedeutet. Und deswegen hätte ich das gerne auch aus Ihrer Sicht beleuchtet. Vielen Dank, Herr Reuter. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Mark, für die Frage. Ich glaube, es gibt drei verschiedene Aspekte, die hier zu betrachten sind. Das erste ist die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines solchen Vorhabens. Hier hat Herr Professor Sodan, glaube ich, schon alles Notwendige gesagt. Verfassungsrechtlich wäre eine solche Bürgerversicherung nicht haltbar. Der zweite Aspekt ist, ob das eine strukturelle Verbesserung der langfristigen Finanzierung der Pflegeversicherung mit sich bringen würde, ein solches Vorhaben. Auch das würden wir anders sehen. Denn man muss, glaube ich, hier Folgendes sehen. Wir stehen vor einer erheblichen demografischen Herausforderung. Und Pflegekosten sind altersabhängig. Das größte Pflegerisiko tritt ab dem 80. bzw. 85. Lebensjahr ein. Und
in diesem Alter stellt sich dann die Frage, wenn die Pflegebedürftigen die Kosten für die pflegerische Versorgung nicht selber tragen, aus aktuellen Einkünften, wie diese Finanzierung zu erfolgen hat. Und da gibt es im Grunde genommen zwei Wege. Der eine Weg ist, andere Zahlen ist, im Grunde genommen die Jüngeren. Das ist der Weg der Umlage, der allerdings voraussetzt, dass es jüngere Beitragszahler gibt, die auch ausreichend leistungsfähig sind. Und das ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, die wir vor uns sehen, nicht mehr gewährleistet, wie wir an den verschiedenen Beitragssatzprognosen sehen. Der andere Weg, den geht die private Pflegepflichtversicherung, der geht dahin, dass die Finanzierung der Pflegekosten durch das Ansparen von Mitteln finanziert wird, sodass dann jede Altersgruppe, die pflegebedürftig wird oder in pflegenahe Jahrgänge kommt, über entsprechende Rückstellungen verfügt. Derzeit rund 35 Milliarden Euro in der Pflegepflichtversicherung für 9,3 Millionen Versicherte. Dieser Weg ist unabhängig von der demografischen Entwicklung. Und es wäre geradezu ein Irrsinn, die demografische Entwicklung hier außer Acht zu lassen und dieses Verfahren abzuschaffen zugunsten einer Einheitslösung. Die Einheitslösung würde, und das ist der dritte Aspekt, schließlich auch dazu führen, dass die Belastung der sozialen Pflegeversicherung, der dann größeren sozialen Pflegeversicherung, größer würde. Denn hier ist auch das Risikokollektiv der privaten Pflegeversicherung zu berücksichtigen. Anders als es zum Teil die Vorredner behauptet haben, ist die Risikostruktur in der PPV derzeit nicht besser als in der sozialen Pflegeversicherung. Das Durchschnittsalter ist jetzt schon mehr als 2 Jahre höher als in der sozialen Pflegeversicherung. Und hinzu kommt, dass abzustellen ist für die Risikostruktur auf die Frage, welche Leistungen zu erbringen sind und nicht auf das Verhältnis der Pflege der Leistungsempfänger zu den Versicherten insgesamt. Denn zum Beispiel ein Versicherter im Pflegegrad 1, der bekommt fast gar keine Leistung. Und ein Versicherter im Pflegegrad 4 ist etwa 3-mal so teuer, wenn Sie so wollen, als ein Versicherter im Pflegegrad 2. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Besetzung ist in den einzelnen Pflegegraden, und da ist es schon heute so, dass in der privaten Pflegepflichtversicherung die teuren Pflegegrade 4 und 5 deutlich stärker besetzt sind als in der sozialen Pflegepflichtversicherung. Und wenn man dieses Kollektiv überführen würde in die soziale Pflegepflichtversicherung, würde man hier eine zusätzliche Belastung herbeiführen. Auch deswegen ist es nicht geboten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Kleinschmeik von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe eine Frage an Professor Rosenbrock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Der Paritätische setzt sich, wie auch wir Grünen, für eine Pflegebürgerversicherung ein. Welche systematischen Aspekte sind Ihnen dabei besonders wichtig und welche Ziele verfolgen Sie damit? Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, Professor Dr. Rosenbrock, für diese Frage. Sie haben jetzt das Wort. Danke sehr. Rosenbrock, Paritätischer Gesamtverband. Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für diese Frage. Für uns ist eigentlich die Pflegebürgerversicherung wie auch die Pflegekrankenversicherung die Vollendung des Bismarckschen Gedankens. Danach ist die Aufgabe der Sozialpolitik, die großen Lebensrisiken, die der Einzelne und seine Familie nicht auffangen kann, solidarisch zu bewältigen. Das sind die Risiken Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, Invalidität und eben Pflegebedürftigkeit. Und diese Risiken sollen so abgesichert werden, dass zwischen Pflegebedürftigen, nicht Pflegedürftigen, zwischen Jung und Alt, zwischen großen und kleinen Familien, zwischen Arm und Reich ein gerechter und fairer und solidarischer Ausgleich erzielt wird. Und dieses Ziel ist anders als mit einer Bürgerversicherung nicht zu erreichen. Die bisherige Sozialversicherung, die sich nur auf Arbeitseinkommen stützt, geht ja zunehmend an der Realität der Arbeitswelt und der Einkommensstrukturen vorbei oder entwickelt sich von diesen fort. Und es fehlen eben sozusagen bei der Verbeitragung die Vermögenserträge und es fehlen aber auch natürlich die Werkverträge und alle diese die Einkommensarten, die halt nicht unmittelbare Arbeitseinkommen sind. Und die Trennung zwischen
gesetzlicher und gewinnwirtschaftlicher Versicherung ist ja eigentlich immer ein Kompromiss gewesen, um denen, die reicher sind, die Annahme des Sozialversicherungsgedankens zu erleichtern. Das ist in gewisser Sinne auch politisch richtig, das so zu machen, aber das führt natürlich an seine Grenzen, wenn die Systeme so nicht mehr finanzierbar sind. Und dann ist es eben ein öffentliches Interesse von großem Gewicht, um den Kollegen so dann zu zitieren, dass es erforderlich macht, nach neuen Lösungen zu suchen. Und da vor der Situation stehen wir. Wir haben in der Pflegeversicherung erheblich gesteigerte Anzahl der Leistungsempfänger steigt, wurde gesagt. Wir haben erhebliche Leistungsumfangssteigerungen, neue Leistungen und nicht nur neue Leistungen am Individuum. Wenn ich ins PSG 3 sehe und sehe, da ist sozialraumorientierte Pflege gefordert, dann ist das ein Gebiet, was noch gar nicht betreten ist, wo noch viel zu tun ist, auch gerade für uns von der Zivilgesellschaft. Wir haben zu wenig Personal, wir haben unterbezahltes PAL und wir haben Investitionsstau, der Personalschlüssel stimmt nicht. Und sozusagen das alles sind Gründe, weshalb es einfach nicht angängig ist, dass sozusagen für 8% der Versicherten eine Rücklage von 35 Milliarden da einfach herumruht, während sozusagen dieser Pflegevorsorgefonds mit ungefähr 3 Milliarden einfach auch nicht für die Zwecke eingesetzt wird. Aus all den Gründen sind wir der Auffassung, dass in der Tendenz eine Bürgerversicherung die einzige Lösung ist. Das würde auch einfach nur bedeuten, die Versicherungspflichtgrenze aufzuheben. Dann sind nämlich alle in der sozialen Versicherung drin und die Beitragsbemessungsgrenze, so auch unsere Forderung, mindestens oder zunächst mal im ersten Schritt auf die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung anzuheben. Und natürlich sehe ich da ein Problem mit dem Bestandsschutz. Wie kann man sozusagen das geht sicherlich nicht so, dass man einfach die Reserven der privaten Pflegeversicherung in eine neu zu schaffende Institution überführt. Da sind Eigentumsrechte berührt und die müssen auch geschützt werden. Aber da hat er sicher, Herr Sodan und Kollegen, sicherlich noch viel zu tun, um das gut zu begründen. Jedenfalls, was wir eben auch sehen müssen, der ursprüngliche Zweck der Pflegeversicherung, auch der Kommunalentlastung, gerät ja auch zunehmend unter diesen von mir geschilderten zusätzlichen Belastungen immer mehr unter Druck. 13% der Ausgaben für Pflege sind mittlerweile Hilfe zur Pflege von den Kommunen. Das genau sollte 1995 abgebaut werden. Und deswegen zu sagen, wir haben da überhaupt kein Problem, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist auch für mich unverständlich, wie gesundheitswissenschaftlich gebildete Menschen sagen können, die Pflege sei ein altersabhängiges Risiko. Natürlich, wenn man ganz hinguckt. Aber wir wissen aus den jährlich veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts, Menschen an oder unter der Armutsgrenze, das sind 16% in Deutschland, leben nicht nur im Durchschnitt 10 Jahre kürzer, sondern von ihrer geringeren Lebenszeit verbringen sie auch 3,5 Jahre mehr im Durchschnitt in chronischer Krankheit und sind dadurch häufiger pflegebedürftig. Das Pflegerisiko ist nicht nur ein Altersrisiko, es ist auch in gleichem Maße ein soziales Schichtrisiko. Und da kann man nicht sagen, sozusagen die einen versichern, die mit dem geringen Risiko haben die Luxusfinanzierung und die anderen sollen sehen, wo sie herkommen. Und noch ein letztes Wort. Ich verstehe auch nicht als gelernter Ökonom dieses beständig, also nach Finanzkrise 2007, 2008, wie man ungebrochen das Lob der Kapitalmarktfinanzierung singen kann. Das ist mir einfach, Herr Kuber. Mein verehrter Fachgroßvater Mackenroth hat es nun mal gesagt, jede Sozialleistung muss logisch aus dem Wirtschaftsertrag der Periode bezahlt werden, in der die Leistung anfällt. Das ist nun mal so. Ich kann das nun mit Risiko machen, dann gehe ich auf Kapitalansparverfahren oder ich kann es ohne Risiko machen, dann mache ich es im Umlageverfahren. Infolgedessen hat sich das Umlageverfahren in den gut 130 Jahren, die der deutsche Sozialstaat damit fährt, gut bewährt. Und es gibt keinerlei Grund, davon abzuweichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Claudia Moll von der SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht ebenfalls an Herrn Professor Dr. Rosenbrock. Und zwar möchte ich, Herr Rüdel, jetzt einen Satz bitte. Sie haben das Wort. Müssen die Frage noch stellen. Ach so, ja, mit den Fragen habe ich es nicht so. könnte ja sein, dass der Professor Rosenbrock schon die Antwort vorliegen hat.
So, ist wieder gut. Ja, die Investitionskosten in der stationären Pflege, die werden ja zurzeit von den Pflegebedürftigen getragen. Meine Frage ist jetzt, inwiefern können die Länder über die Förderung der Investitionskosten zu einer finanziellen Entlastung der Pflegebedürftigen beitragen? Herr Professor Dr. Rosenbrock, Sie haben jetzt das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es geht nicht um mich, sondern es geht um die Zuschauer. Das ist alles gut. Ich bitte um Entschuldigung für meinen Fehlverhalten. Ich sehe das ja nicht. Also es gab im Zuge der Verabschiedung des Gesetzbuchs zur sozialen Pflegeversicherung immer wieder Zusagen, in der Folge immer wieder Zusagen der Länder, Investitionskosten im Pflegebereich zu übernehmen. Und ich glaube, die Lage im Pflegebereich, was die Übernahme von Investitionskosten durch Länder angeht, ist noch dramatischer als im stationären Sektor, wo wir auch mit großen Varianzen zwischen den Bundesländern, aber insgesamt eine Nichterfüllung eingegebener Verpflichtungen und gegebener Versprechungen zu beobachten haben. Und ich weiß, wir sind hier im Deutschen Bundestag, da gibt es wenig Möglichkeiten, in diese Richtung zu wirken, aber sozusagen das einmal mal wieder deutlich zu machen, dass die Länder Dinge versprochen haben, in der Pflege zu richten und dieses Versprechen nicht eingehalten werden, das könnte einen gewissen politischen Druck entfalten. Es geht ja darum, auch sozusagen eben die immer höhere Eigenbeteiligung der zu Pflegenden einfach zu stoppen. Vielfach wird die Pflegeversicherung in der Öffentlichkeit als Teilkaskoversicherung bezeichnet. Das ist sie ja gar nicht. Sie wurde sehr richtig gesagt, eine Teilkostenversicherung. Bei der Teilkaskoversicherung kriege ich den Schaden ersetzt, muss aber 500 Euro beim Auto zuzahlen. Wenn wir einen solchen Zustand in der Pflege hätten, wären wir schon sehr viel weiter. Und das fordern wir auch als Paritätischer Gesamtverband, zu sagen, wir wollen eine Begrenzung der Eigenzahlung der Versicherten auf irgendetwas. Wir können auf Prozente oder Betrag reden. Und das wären sozusagen zusammen mit einer Aktivierung der Finanzierungsmöglichkeiten der Länder zwei Wege, das Problem etwas kleiner zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Roy Kühne von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, und ich habe die Frage auch. Von der Seite stelle ich die Frage an Herrn Professor Helge Sudan. Der privaten Pflegeversicherung wird immer wieder vorgeworfen, dass sie die Solidarität behindern würde, was immer auch Solidarität ist. Da gibt es ja historisch gesehen auch unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wie ist Ihre Position zu solch einer Definition von Solidarität? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Sodan. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Dr. Kühne. Zur Solidarität trägt wesentlich die Verwirklichung des sogenannten und grundgesetzlich verankerten Sozialstaatsprinzips bei. Da dieses Prinzip auf verfassungsrechtlicher Ebene weitgehend unbestimmt bleibt, ist eine Konkretisierung notwendig, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vor allem durch den Gesetzgeber erfolgt. Dem Pflegeversicherungsgesetz von 1994 entnahm das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil von 2001, ich zitiere, das gesetzgeberische Gesamtkonzept einer möglichst alle Bürger umfassenden sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit durch die soziale Pflegeversicherung und die private Pflegepflichtversicherung, Ende des Zitats. Das Bundesverfassungsgericht hielt es für zulässig, dass der Gesetzgeber des Bundes für einen von ihm neu geschaffenen Typ von privatrechtlicher Versicherung Regelungen des sozialen Ausgleichs vorsieht. Es verwies unter anderem auf die Versicherungspflicht, den Kontrahierungszwang und Einschränkungen privatautonomer Gestaltungsfreiheit. Eine Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips erkannte das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil aus dem Jahre 2009 auch in der privaten Krankenversicherung. Ich zitiere, für das im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz formulierte Ziel, allen Bürgern der Bundesrepublik Deutschland einen bezahlbaren Krankenversicherungsschutz in der gesetzlichen oder in der privaten Krankenversicherung zu sichern, kann sich der Gesetzgeber auf das Sozialstaatsgebot des Artikels 20 Absatz 1 Grundgesetz berufen. Der Schutz der Bevölkerung vor dem Risiko der Erkrankung ist in der sozialstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes eine Kernaufgabe des Staates, Ende des Zitats.
tragen demnach sowohl die private Kranken- als auch die private Pflegeversicherung zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips bei. So sind Behauptungen, diesen Versicherungen fehle die notwendige Solidarität, schlicht falsch. Insoweit finanzieren in jeder Versichertengemeinschaft die Gesunden über ihre Versicherungsbeiträge die notwendigen Leistungen für die Kranken und die Pflegebedürftigen wesentlich mit. Man kann es auch mit dem berühmten Bibelzitat aus dem Brief des Paulus an die Galater formulieren: Einer trage des anderen Last. Wechselseitige Solidarität üben in der privaten Pflegeversicherung insgesamt ca. 9,3 Millionen Menschen. Wie man vor diesem Hintergrund der privaten Pflegeversicherung vorwerfen kann, sie behindere die Solidarität, ist für mich nicht nachvollziehbar. Und eine letzte Bemerkung zu dem, was Herr Kollege Rosenbrock angemerkt hat. Ich halte es schon für sehr problematisch, sich in diesem Zusammenhang auf Otto von Bismarck zu beziehen, und darf insoweit daran erinnern, dass die sogenannte Krankenversicherung der Arbeiter 1883 mit einem sehr kleinen Versichertenkreis begann. Das waren knapp 10% der Bevölkerung, die Arbeiter mit den niedrigsten Löhnen. Wie man vor diesem Hintergrund jetzt Bismarck bemühen könnte, um eine umfassende Volksversicherung zu rechtfertigen, kann ich nun beim besten Willen nicht erkennen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Wildberg von der AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Bundesverband Private Anbieter Sozialer Dienste e.V. Ich komme zurück auf den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Dort wird die Behauptung aufgestellt, dass Leistungsverbesserungen wie zum Beispiel wohnortnahe Pflegekonzepte nur mit Einführung einer Bürgerversicherung möglich seien. Ist diese Behauptung stichhaltig? Herr Maul. Ja, Herbert Maul vom BPA. Ich glaube, dass diese Verknüpfung zu einer Form der Finanzierung nicht wirklich zutreffend ist. Also der Deutsche Bundestag legt den Leistungsumfang fest und legt die Finanzierung fest. Und damit legt er eben auch fest, welchen Anteil die Versicherten anschließend selber übernehmen müssen. Dieses Thema bürgernahe Versorgung ist ja nicht wirklich ein neues. Wir haben fast 5000 Pflegedienste, die vor Ort versorgen und nicht 50 Kilometer entfernt. Wir haben die Pflegeeinrichtungen, die bundesweit versorgen. Da wird immer so getan, als ob das ein völlig neues Thema wäre. Aber dass es einen untrennbaren Zusammenhang gibt, können wir an der Stelle wirklich nicht erkennen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion. Meine Frage geht an die Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege, an die Frau Fix. Es besteht inzwischen ein breiter Konsens, die Eigenanteile der Pflegebedürftigen zu begrenzen. Wie kann aus Ihrer Sicht die Absicherung des finanziellen Pflegerisikos in Zukunft sichergestellt werden? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die BAGFW. Vielen Dank für die Frage, Frau Dittmar. Ja, Sie sprechen wahrscheinlich den sogenannten Sockel-Spitze-Tausch aus, sozusagen das derzeit prominenteste Modell zur Begrenzung der Eigenanteile. Da haben wir natürlich in der freien Wohlfahrtspflege auch große Sympathien für dieses Modell. Gleich viel sozusagen muss man sagen, dass auch noch einige Fragen zu beantworten sind, da sie noch nicht gelöst sind, wie beispielsweise die Frage, wie der Sockel-Spitze-Tausch in der ambulanten Pflege funktionieren könnte. Dort haben wir ja keine Vollversorgung, sondern die Versicherten haben die Wahlfreiheit zwischen unterschiedlichen Leistungsarten. Also es sind auf jeden Fall noch einige Fragen offen. Gleich viel teile ich die Ansicht, es gibt, glaube ich, hier auch im Deutschen Bundestag einen breiten Konsens zu dem Thema Begrenzung der Eigenanteile. Und die Eigenanteile, das ist zu konstatieren, sind gerade in den letzten Jahren extrem angestiegen. Eine wesentliche Ursache dafür ist der nicht mehr geförderte Anteil der Investitionskosten durch die Länder. Und die Investitionskosten nehmen einen breiten Anteil mittlerweile an den Gesamtkosten und somit an der Eigenbelastung ein, der in einigen Bundesländern Ostdeutschlands und in Norddeutschland sogar höher ist als die pflegebedingten Kosten.
Eine andere wesentliche Ursache für den Anstieg des Eigenanteils sind die Refinanzierung der Tarife, auch eine Entwicklung, die wir gerade als freie Wohlfahrtspflege ausdrücklich begrüßen. Aber sozusagen, sie geht zulasten der Eigenbeteiligung der Betroffenen. Des Weiteren streben wir alle an eine verbesserte Personalausstattung in der Pflege, in der stationären wie in der ambulanten Pflege, aber im Teilleistungssystem oder Teilkostensystem, wie Herr Professor Rosenbrock vorher ausgeführt hat, führt auch dies zu einer steigenden Eigenbeteiligung der Betroffenen. Und somit ist es dringend notwendig, hier etwas zu tun. Als Sofortmaßnahme könnte man beispielsweise den von Professor Gress schon erwähnten Pflegevorsorgefonds einführen, indem man den Vorsorgefonds des SGB XI umwidmet. Das wäre eine Sofortmaßnahme, die 3,7 Milliarden Euro anbelangt, womit man sozusagen die Mehrpersonalisierung finanzieren könnte. Ein anderer Punkt, dazu hat auch schon der Kollege Kiefer ausgeführt, wäre die medizinische Behandlungspflege in den stationären Einrichtungen vollständig aus dem SGB V zu refinanzieren. Hier haben wir ja einen ersten Schritt getan mit dem PPSG, dem Sofortprogramm für 13.000 neue Personalstellen, von dem wir Klammer auf Klammer zu allerdings auch befürchten, dass bei einer bürokratischen Umsetzung hier sozusagen der Entlastungseffekt auch nur schleppend eintreten wird. Dieser Pfad sollte gleich weiterverfolgt werden. Wir sollten zu einer vollständigen Entlastung dieser Belastung sozusagen der Betroffenen und ich würde da auch sagen, man kann von Zahlen bis zu 3 Milliarden Euro ausgehen, sollte erfolgen, noch in dieser Legislaturperiode. Das würde die Eigenbeteiligung auch massiv reduzieren können. Und zuletzt, und ich komme zum Anfang zurück, müssen die Länder wieder in die Förderung der Investitionskosten rein. Das ist auch ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung. Noch vielleicht ein allerletzter Satz, wenn wir insgesamt eine Bürgerversicherung oder ein einheitliches Versicherungssystem, da gibt es ja die unterschiedlichsten Begrifflichkeiten dafür, einführten, hätten wir auch eine breitere Einnahmebasis und könnten auch über weitere Leistungsverbesserungen nachdenken. Und das würde auch zu einer nachhaltigen Entlastung der Versicherten führen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Erich Ilsdorfer von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Und Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, wie Sie sich durch die Pflegebedürftigen zu tragenden Eigenanteile entwickelt haben. Und Sie gehen dabei auch auf die Rolle der Länder ein und inwieweit tragen die Länder zur Entlastung der Pflegebedürftigkeit aktuell bei. Mich würde hier einfach auch Ihre Meinung interessieren. Wir haben ja eine Ausführung schon gehört. Vielen Dank, Herr Kiefer. Ja, herzlichen Dank, Gernot Kiefer, GKV-Spitzenverband. In der Tat, wenn man sich die Situation von der Betrachtungsweise anschaut, wie ist die derzeitige Finanzierungssystematik mit Wirkung auf den einzelnen Pflegebedürftigen, und da reden wir in der Tat in der Regel von demjenigen, der stationäre Leistungen in Anspruch nimmt, in Anspruch nehmen muss, haben wir ganz problematische Entwicklungen. Eine klare Entwicklung ist es angesprochen worden. Wir haben im Durchschnitt in der Bundesrepublik etwa 450 Euro in der stationären Pflege an Investitionskosten durch die einzelnen Pflegebedürftigen oder ihre Familien aufzubringen. Das war, historisch ist es angesprochen worden, mal ein anderes Versprechen der Länder bei der Einführung der Pflegeversicherung. Und in der Tat muss man feststellen, sozusagen das Unterlassen von bestimmten sozialstaatlichen Verpflichtungen der Länder in diesem Bereich ist in der Tat wahrscheinlich noch gravierender zu bezeichnen als die entsprechenden auch Unterlassungen, was die Investitionskostenfinanzierung in einigen Bundesländern für den akutstationären Bereich betrifft. So, das ist ein Thema, mit dem man klar umgehen muss. Und man muss auch deutlich sagen, diejenigen, die ein Stück weit Gestaltung auch in den Kommunen in den Ländern für Pflege beanspruchen, sind sicherlich auch offen für die Frage, Gestaltung heißt auch immer Verantwortung, auch in finanzieller Hinsicht gegebenenfalls wahrzunehmen. Es gibt einen weiteren Punkt, den man diskutieren muss. Nicht ganz so klar erkennbar, aber wir haben offensichtlich im Bereich der Pflege eine Situation, dass es einen größeren Schub an
sozusagen Generationswechsel auf der Seite der Anbieter gibt, sodass offensichtlich eine ganze Reihe von auch Investoren im Bereich der stationären Langzeitpflege ein geeignetes Anlageinstrument sehen und dort aufkaufen. Und da stellt sich schon die Frage, die auch zu meiner Freude und teilweise Überraschung der Bundesgesundheitsminister mal vor einiger Zeit aufgestellt hat, haben wir denn ein gemeinsames Bild über die Frage, was ist in einem regulierten Sozialversicherungsbereich sozusagen eine angemessene Rendite? Jede Rendite, die da erzielt wird und wenn da entsprechende Investoren und entsprechende Fonds reingehen, ist offensichtlich dann immer durch die Gemeinschaft der Betroffenen oder individuell zu bezahlen. Und vielleicht ist sie da auch gesellschaftspolitisch anders zu bewerten in ihrer Höhe als in anderen Bereichen, die nicht sozusagen der sozialen Vorsorge unterliegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Nicole Westig von der FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Dr. Hagist. Noch einmal zum Pflegevorsorgefonds, wenn wir ihn denn nicht umwidmen wollen, was ja auch verfassungsrechtlich schwierig wäre. Als einziges Instrument innerhalb der Pflegeversicherung, das demografische Risiken abfedert. Was können wir tun? Welche Möglichkeiten sehen Sie zur Reform dieses Pflegevorsorgefonds? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Hagist, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Christian Hagist, WHU Otto Beisheim School of Management. Vielen Dank für die Frage. Wie ich in meinem Eingangsstatement ja auch schon angeführt habe, sehe ich eben zwingend eine Ausweitung der Kapitaldeckung. Die angesprochene Mackenrothese vom Kollegen Rosenbrock ist sowohl theoretisch als auch empirisch mittlerweile wissenschaftlich abgefrühstückt. Da muss man nur Pichetti lesen. R ist größer als G und damit, ich wollte nicht in den Vorlesungsmodus schalten, deswegen. Aber also Kapitaldeckung ist das effizientere Verfahren in einer Demografie, wie wir sie eben in Deutschland haben, in einer alternden Gesellschaft. Insbesondere eben für solche Langlebigkeitsrisiken. Jetzt haben wir einen Pflegevorsorgefonds, der strengen Anlagekriterien unterliegt. Und hier wurde ja auch schon einmal als Kritik an der Kapitaldeckung angeführt, dass wir uns in einer Niedrigzinsphase befinden. Erste Maßnahme aus meiner Sicht, die wir bei einer Reform des Pflegevorsorgefonds vorsehen sollten, wären, die Anlagekriterien zu lockern und einen viel, viel höheren Aktienanteil zu implementieren. Wenn man sich die Aktienmärkte anschaut, haben die sich sehr gut erholt von der Finanzkrise. Wenn Sie sich den breitest gestreuten Weltindex, den MSCI World Index beispielsweise anschauen, hat der in der Finanzkrise gerade mal eine Nullrendite gefahren und danach wieder 5%. Also hier gibt es Möglichkeiten, mit einem vermehrten Engagement in Aktien besser vorzusorgen, gerade eben auch demografiefester dann eben auch vorzusorgen. Und das wäre die erste Maßnahme. Die zweite Maßnahme wäre dann, dass man, glaube ich, den Pflegevorsorgefonds länger installieren sollte, denn die Babyboomer, wenn sie denn eben mal in das Pflegerisiko kommen, wird das eben nach dem Jahre 2040 dann eben auch erst sein. Und das sind eben auch Lasten, die 2050 und 60 uns noch beschäftigen werden. Das heißt, auch hier sollten wir den Pflegevorsorgefonds eben als konstantes, als dauerhaftes Instrument eben etablieren. Und das werden, glaube ich, aus meiner Sicht die beiden größten Stellschrauben, um dieses Instrument eben zu reformieren und damit eben auch die Pflegeversicherung insgesamt demografiefester und damit auch generationengerechter aufzustellen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Schmidtke von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Existiert Ihrer Ansicht nach eine Zweiklassenpflege, die versicherte private Pflegeversicherungen bevorzugt? Herr Maul. Ja, Herbert Maul vom BPA, vielen Dank für diese Frage. Also aus unserer Sicht ist das leicht zu beantworten. Es existiert weder eine Zweiklassen- noch eine Dreiklassenpflege, weil es wird ja auch immer angeführt, es gibt die Sozialhilfe. Empfänger und dort könnte nach Leistung differenziert werden. Diesen Gedanken könnte man ja haben. Für die Versorgung vor Ort spielt es weder eine Rolle, ob jemand gesetzlich oder privat krankenversichert ist. Die Zahlen
die gleichen Leistungen, die haben den gleichen Leistungsanspruch und die erhalten ungeschmälert die gleichen Leistungen. Gleiches gilt eben auch für diejenigen, die das nicht aus eigenen Mitteln zahlen können. Auch die haben Anspruch darauf, dass sie bedarfsdeckend, umfassend Leistungen bekommen. In der ambulanten Pflege ist es so, dass die Menschen selber wählen, aber auch dort gibt es diesen systematischen Unterschied nicht. Vielen Dank. Frau Behrens stellt die nächste Frage von der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und ich möchte gerne noch mal Herrn Professor Dr. Gress befragen, nachdem wir jetzt so interessante Ausführungen zur Kapitaldeckung in der Pflegeversicherung und vor allem zur Ermutigung, eben auch stärker in Aktieninvestment zu gehen, gehört haben. Bitte ich Sie doch noch mal um Ihre Einschätzung, wie man die Pflegeversicherung für die Zukunft Demografie festmachen kann. Herr Professor Dr. Gress. Ja, Stefan Greis, Hochschule Fulda. Vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Also das wäre nicht der Weg, den ich vorschlagen würde, sozusagen die Abhängigkeit von Anleihen in Aktien umzuschichten und zu hoffen, dass alles gut geht. Das wär nicht mein Vorschlag. Ich könnte mir eine Mischung von verschiedener Instrumente vorstellen, die hier heute in dieser Anhörung teilweise schon angesprochen waren. Zumindest der Einstieg in einen Finanzausgleich zwischen privater Pflegepflichtversicherung und sozialer Pflegeversicherung. Das wäre aus meiner Sicht ein erster Schritt. Ein zweiter Schritt, der nicht zur Nachhaltigkeit der Finanzierung beiträgt, aber zumindest zu einer sachgerechten Finanzierung beiträgt. Herr Kiefer hatte die Historie schon angedeutet. Ich glaube, es ist irgendwie sachlich nicht zu rechtfertigen, dass es da diese Trennung bei der Behandlungspflege gibt. Das würde die Beitragszahler in der Pflegeversicherung sicher entlasten, aber natürlich genauso umgekehrt aus der anderen Tasche etwas rausziehen. Also das würde nicht zur Nachhaltigkeit beitragen. Spannend fände ich die Idee, tatsächlich auch die Länder dazu zu bekommen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. War schon mehrfach angesprochen, es steht ja sogar im Gesetz drin, ja, im SGB 11, Paragraph 9, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das dann politisch gehen soll. Vielleicht wäre vielleicht was für die konzertierte Aktion Pflege, die ja momentan noch tagt, wo die Länder ja offensichtlich auch dabei sind. Also so ein Mix von Finanzierungsinstrumenten, Kapitaldeckung gehört nicht dazu und aus meiner Sicht auch nicht ein steuerfinanzierter Bundeszuschuss, den ich für die Pflegeversicherung, da sehe ich nicht so richtig die Rechtfertigung für, im Gegensatz zur Krankenversicherung. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Pia Zimmermann von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Frau Dr. Verspool von VDK. Meine Frage ist, der VDK will eine Pflegevollversicherung in der privaten Pflegeversicherung abschaffen und fordert dafür als ersten Schritt einen Solidarausgleich. Wie soll denn dieser Solidarausgleich konkret ausgestaltet werden und welche weiteren Schritte wären noch notwendig? Frau Dr. Verspool, Sie haben das Wort. Ines Verspool für den Sozialverband VDK. Frau Zimmermann, vielen Dank für die Frage. Es stellt sich ja die Frage, ob diese Pflegevollversicherung, die private Pflegevollversicherung eigentlich nicht jetzt schon eine Sozialversicherung ist. Sie ist im Sozialgesetzbuch geregelt, dort angelegt. Es gibt einen Finanzausgleich, der eigentlich der PKV fremd ist, zwischen den Unternehmen. Es gibt einheitliche Prämien, es gibt eine beitragsfreie Mitversicherung oder eine günstige Mitversicherung für Ehegatten. All dies sind sehr soziale Elemente. Der Leistungskatalog entspricht komplett der gesetzlichen Pflegeversicherung. Unserer Meinung nach könnte man deshalb sehr leicht diesen Ausgleichsfonds nach § 66 für die gesetzliche Pflegeversicherung mit dem Ausgleichsfonds nach § 111 für die private Pflegeversicherung zusammenlegen. Dabei müsste natürlich sichergestellt werden, dass die private Pflegeversicherung pro Kopf den gleichen Beitrag in diesem Fonds leistet wie die gesetzliche Pflegeversicherung. Damit hätten wir in einem ersten Schritt einen Risikoausgleich zwischen den beiden Systemen. Was wir dann noch nicht haben und in einem zweiten Schritt dahin kommen müssten, wäre ein Einkommensausgleich zwischen den Zahlern in den beiden Systemen. Deshalb schlagen wir in einem zweiten Schritt vor, eine verfassungsrechtliche Prüfung, wie man die Rücklagen in der PPV in den Pflegevorsorgefonds, der jetzt schon in der gesetzlichen Pflegeversicherung besteht, überführen könnte. Also wie man die beiden Kapital
Deckungssysteme zusammenführt, weil auch diese existieren ja in beiden Systemen. Diese Systeme sind sich sehr, sehr ähnlich, viel, viel ähnlicher als GKV und PKV jetzt sind. Und in einem dritten Schritt schlagen wir, wie schon genannt, eine echte Pflegevollversicherung vor. Die haben wir jetzt ja nicht. Die heißt ja nur so, um sie von der Pflegezusatzversicherung vom Pflegebar abzugrenzen, in der alle pflegerelevanten Kosten übernommen werden. Damit würden wir uns auch den bürokratischen Aufwand ersparen, abzugrenzen, was im Pflegeheim medizinische Behandlungspflege ist oder in der Häuslichkeit, was ist Grundpflege, was ist häusliche Krankenpflege. An dieser Schnittstelle führen wir sehr, sehr harte Verhandlungen gerade, weil alles, was in der häuslichen Krankenpflege oder in dem ist, von der GKV komplett übernommen wird. Und sonst wird es de facto vom Pflegebedürftigen gezahlt, weil es ja weit über dem Satz liegt, den die Pflegeversicherung zahlt. Noch eine Bemerkung. Es reden alle immer über die hohen Eigenanteile in der stationären Pflege, weil wir keine Ahnung haben, was in der ambulanten Pflege eigentlich passiert. Dort sind auch sehr, sehr hohe Eigenanteile, die sind aber nicht so gut in Euros zu messen. Was da eingebracht wird, ist die Gesundheit der pflegenden Angehörigen und die Gesundheit der Pflegebedürftigen, weil hier häufig eine Unterversorgung stattfindet. Hier wird häufig keine, obwohl sie notwendig wäre, Hilfe zur Pflege in Anspruch genommen, aus Scham, aus Unwissenheit, aus Angst. Und die Pflegebedürftigen verzichten auf notwendige Pflege und gehen wirklich gesundheitliche Risiken und Schädigungen dafür ein. Daher brauchen wir eine echte Pflegevollversicherung, die alle pflegerisch notwendigen Leistungen erbringt. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Schulz-Asche von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Dr. Fix von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Im Antrag der FDP wird gefordert, den Pflegevorsorgefonds und damit die kapitalgedeckten Elemente weiter auszubauen. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag, auch vor allem unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Finanzierung der Pflegeversicherung? Frau Dr. Fix. Ja, vielen Dank, Frau Schulz-Asche, für die Frage. Elisabeth Fix für die Freie Wohlfahrtspflege. Der Pflegevorsorgefonds wird ja mit 0,1 Beitragssatzpunkten gefüllt und hat derzeit sozusagen ein Volumen von 3,7 Milliarden Euro. Aber statt aufzuwachsen in all den Jahren, wird er abgeschmolzen und das schon seit einiger Zeit wegen der negativen Zinsentwicklung, der Nullzinsentwicklung, der negativen Zinsentwicklung. Also Vorsorge wird nicht aufgebaut, sondern wird abgebaut und wir sehen eigentlich im Moment auch nicht, dass sozusagen diese Phase der Niedrigzins- oder gar Negativzinsentwicklung in näherer Zeit gestoppt wird. Und somit ist das Nachhaltigkeitselement im Pflegevorsorgefonds nicht zu erkennen. Wir schlagen vor, ich habe es auch schon in der Antwort auf irgendeine Frage hier erwähnt, tatsächlich den Pflegevorsorgefonds umzuwidmen in einen Personalvorsorgefonds, um sozusagen hier mehr Nachhaltigkeit für die Entlastung der Versicherten zu schaffen. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Professor Dr. Gerke von der AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Die Frage geht an den Bundesverband Private Anbieter sozialer Dienste. Zurzeit übernimmt die Pflegeversicherung ja viele versicherungsfremde Leistungen. Wir hatten deshalb schon mal vorgeschlagen, die medizinische Behandlungspflege aus der Kostenübernahme der Pflegeversicherung herauszulösen und in die Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung zurückzuführen. Wie würde sich Ihrer Ansicht nach eine Bereinigung der Pflegeversicherung um die versicherungsfremden Leistungen auf die finanzielle Situation, insbesondere der Pflegebedürftigen, auswirken? Herr Maul. Ja, vielen Dank für diese Frage, die wir ja schon sehr lange diskutieren. Herr Kiefer hat darauf hingewiesen, wo sie herkommt, aus einem historischen Kompromiss. Deshalb ist sie aber nie richtig gewesen, sondern die Zuordnung der medizinischen Behandlungspflege ist eine systematische Benachteiligung aller Heimbewohner. Sie zahlen Beiträge, so wie jeder andere auch, bekommen aber Leistungen vorenthalten und zahlen die mit ihrem Heimentgelt. Das ist die Situation in den Pflegeheimen. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Herr Kiefer hat eine geschildert, dass das ein Nullsummenspiel sei.
Die halte ich nicht für zwingend nach der Devise, die Krankenversicherung nimmt etwas, dafür fährt die Pflegeversicherung ihren Beitrag zurück. Genauso gut wäre denkbar, die Pflegeversicherung zahlt weiter wie bisher und die Pflegebedürftigen werden um 300 bis 400 € im Monat entlastet. Ich glaube, dass das aus Sicht der Versicherten die richtige Antwort wäre. Das ist auch eine Antwort, die jeder Versicherte sofort versteht, die, glaube ich, auch sehr logisch ist. Es ist die einzige Ausnahme bei der Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege, ohne dass es irgendwelche Unterschiede bei den Beiträgen gäbe. Der zweite Teil wurde eben angesprochen. Die Länder haben seit Jahr und Tag in der Hand, ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen und die Investitionskosten zu senken. Das können sie wettbewerbsschädlich und wettbewerbsneutral machen. Die wettbewerbsneutrale Fassung ist ein Pflegewohngeld, eine Unterstützung der Investitionskosten für den belegten Platz. Dieser Verpflichtung kommen sie bis auf eine Ausnahme. Diese Ausnahme ist in großen Teilen Nordrhein-Westfalen wirklich konsequent nicht nach. Und das sind die beiden Stellschrauben, mit denen ich sehr schnell über eine Entlastung der pflegebedürftigen Menschen, wo ich die zeigen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Emmy Zollner von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Dr. Susanna Kochskemper. Für wie realistisch erachten Sie das mit der Pflegebürgerversicherung immer wieder verbundene Versprechen, dass der Beitragssatz stabilisiert und die Pflegeversicherung so langfristig zukunftsfähig bleibt? Vielen Dank, Frau Dr. Kochskemper. Susanna Kochskemper vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir halten dieses Versprechen in der Tat nicht für realistisch. Allein aus der Tatsache der schon vorhin häufig angesprochenen, sich fortschreitenden Bevölkerungsalterung, die eben auch in einer Bürgerversicherung nicht gestoppt wird. Von daher, selbst wenn man weitere Einkommen einbezieht in diese Bürgerversicherung, selbst dann ist es eben nicht möglich, den Beitragssatz auf einem bestimmten Niveau, auf einem bestimmten heutigen Niveau langfristig zu stabilisieren. Also Nachhaltigkeit, verstanden als Nachhaltigkeit zwischen den Generationen, funktioniert eben in diesem Umlageverfahren nicht vollständig. Das ist einfach aufgrund der demografischen Entwicklung nicht möglich. Vielen Dank. Vielen Dank. Karin Mack von der CDU-CSU-Fraktion stellt die nächste Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich noch mal an Herrn Professor Sodan. Beim Antrag der Grünen geht es um eine angeblich verfassungskonforme Auflösung der Altersrückstellung, die dort vorgesehen ist. Ich möchte schlicht von Ihnen wissen, ob das vor dem Hintergrund von Eigentumsverhältnissen und Artikel 14 rechtlich überhaupt möglich ist. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Sodan. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete Mark. Ich habe dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen geradezu einen verfassungsrechtlichen Prüfauftrag entnommen. Es blieb allerdings offen, an wen er sich richtete. Und ich bin jetzt aber aufgrund Ihrer Frage, Frau Mark, so frei, hier Hilfestellung zu leisten. Alterungsrückstellungen sollen möglichst gleichmäßige Beiträge über den gesamten Versicherungsverlauf hinweg bewirken. Diese kollektiven Rückstellungen sollen dazu beitragen, die durch altersbedingte Pflegeleistungen entstehenden Ausgaben der Versicherungsunternehmen zu decken. Dabei verkenne ich natürlich nicht, Herr Kollege Rosenbrock, dass es auch Pflegebedürftigkeit vor dem Erreichen des sogenannten Alters gibt. Die verfassungsrechtliche Qualifikation der Alterungsrückstellung ist seit langem umstritten. Ich kann das aus Zeitgründen hier nur kurz skizzieren, wie im Moment der Meinungsstand ist. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts fallen Alterungsrückstellungen speziell in der privaten Krankenversicherung nicht in den Schutz der Eigentumsgarantie, weil ihnen nicht der Charakter eines konkreten, dem Inhaber nach Art eines Ausschließlichkeitsrechts zugeordneten Eigentumsrechts zukomme. Entsprechendes müsste dann auch für die private Pflegeversicherung gelten. In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird teilweise auf die hinter den Rückstellungen stehenden einzelnen Vermögensgegenstände abgestellt, wobei diese aber den Versicherungsunternehmen zuzurechnen seien.
also nicht den einzelnen Versicherten. Nach dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2009 zu wesentlichen Fragen des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes greift die Einführung eines Anspruchs auf Übertragung eines Teils der Alterungsrückstellung bei Wechsel des privaten Krankenversicherers nicht in die Eigentumsfreiheit des bisherigen Unternehmens, sondern in dessen Vertrags- und Dispositionsfreiheit als Bestandteil der grundrechtlich geschützten Berufsfreiheit ein, denn dem Unternehmen werde die bisherige Vertragsgestaltung untersagt. Danach kann man darüber streiten, ob die in der privaten Pflegeversicherung gebildeten Alterungsrückstellungen von etwa 34,5 Milliarden Euro, Stand 2017, Herr Dr. Reuter wies schon darauf hin, nun durch die Eigentumsgarantie und / oder die Berufsfreiheit geschützt sind. In jedem Falle würde eine Überführung der in der privaten Pflegeversicherung angesparten Alterungsrückstellung in eine umfassende soziale Pflegeversicherung schwerwiegende Grundrechtseingriffe verursachen, deren Rechtfertigung ich nicht einmal ansatzweise erkennen kann. Und nichts von dem, was ich hier bisher gehört habe in dieser Anhörung, hat mich vom Gegenteil überzeugen können. Eine verfassungskonforme Lösung zur sukzessiven, möglichst allen Pflegeversicherten zugutekommenden Auflösung der Alterungsrückstellung in der privaten Pflegeversicherung zugunsten einer umlagefinanzierten Sozialversicherung ist für mich nicht ersichtlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Bettina Müller von der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal eine Frage an Frau Dr. Fix. Die Sozialhilfe, das ist ja ein Rechtsanspruch, der allen zusteht, die ihre Pflege nicht selbst finanzieren können. Ist es aus Ihrer Sicht gewährleistet, dass Bezieher von Hilfe zur Pflege die gleichen Leistungen erhalten wie alle anderen oder gibt es da qualitative Unterschiede? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Freie Wohlfahrtspflege. Herr Maul hatte den Aspekt eben auch schon angesprochen. Natürlich werden Sozialhilfeempfänger in den Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege und auch der privaten Träger in gleicher Weise sozusagen mit Leistungen voll versorgt und auch ohne Qualitätsunterschiede. Das würde ich sozusagen durchgängig sagen. Es ist natürlich auch so, dass im Sozialhilfeträger durch die Tatsache, dass es durchaus Unterschiede in den Preisen zwischen den Einrichtungen gibt, dass dem Sozialhilfeträger ein gewisser Steuerungsmechanismus zukommt. Wobei damit nicht ausgesagt sei, dass billigere Pflegeheime schlechtere Pflegeheime in der Qualität sind. Ich erwähne das sozusagen auch ausdrücklich. Es gibt aber durchaus ein paar Probleme, die auch mit dem PSG 3 geschaffen wurden und die wir mit im Blick haben müssen. Ein Problem ist sozusagen, dass die zusätzlichen Betreuungsleistungen, die ehemals in § 87b SGB 11 verankert waren und jetzt in den 43b überführt wurden, zusätzliche Leistungen sind, die in der Regel für die Versicherten der Pflegeversicherung, davon geht der Gesetzgeber aus, alle sind versichert, von der Pflegekasse finanziert werden. Wir haben aber eine Reihe von Nichtversicherten. Und diese Nichtversicherten können natürlich auch keine Leistungen der Pflegekassen erhalten. So ist es also in der Hand des Sozialhilfeträgers, für diese Leistungen aufzukommen oder nicht. Und da gibt es in den Bundesländern, also zwischen den Bundesländern und auch innerhalb der Bundesländer, doch einen erheblichen Flickenteppich. Und wir glauben, sind auch zuversichtlich, dass dieser beseitigt werden kann, sehen aber da doch die Notwendigkeit einer gesetzlichen Klarstellung. Ich darf übrigens darauf hinweisen, dass zumindest in den Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, und es wird bei den Privaten nicht anders sein, die Menschen dennoch mit diesen zusätzlichen Betreuungsleistungen versorgt werden, auch wenn diese nicht von der Pflegekasse finanziert werden, möchte ich auch ausdrücklich sagen. Des Weiteren haben wir Probleme mit der Bedarfsfeststellung, wenn Menschen beispielsweise aus dem Krankenhaus ins Pflegeheim kommen und sogenannt heimbedürftig sind. Wir haben mit dem PSG 2 die Heimbedürftigkeit abgeschafft. Das haben wir damals sehr begrüßt. Gleichviel sozusagen muss der Sozialhilfeträger natürlich eine Möglichkeit haben zu prüfen, braucht jemand tatsächlich stationäre Pflege oder reicht ambulante Versorgung aus. Hierfür gibt es aber keine Fristen und wir haben hier
Problemmeldungen beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen vorliegen, wonach sozusagen diese Entscheidung sich doch relativ hinzieht, sodass es sinnvoll wäre, hier auch Fristen zu verankern. Denn die Menschen müssen ja schließlich eine Sicherheit haben, ob sie ihre eigene Wohnung aufgeben müssen durch Umzug ins Pflegeheim. Und das zieht ja erhebliche Folgen nach sich. Ein letztes Thema, sozusagen, was ich ansprechen möchte, ist das mit dem PSG 3, das ich schon erwähnt habe. Erstmalig Lücken in der Bedarfsdeckung auftreten könnten, weil Menschen, die im Pflegegrad 1 sich befinden oder auch unterhalb des Pflegegrades 1, Pflegegrad 0, Hilfebedürftigkeit haben, nicht mehr von der Hilfe zur Pflege erfasst werden. Die Konferenz der obersten Landessozialbehörden, die KOLS, hat dazu sehr hilfreiche Empfehlungen herausgegeben und wir haben uns im Deutschen Verein, einem sozusagen absolut sich anbietenden Ort für solche Thematiken, gegenwärtig befasst mit Empfehlungen, wie diese Versorgungslücken zu vermeiden sind oder geschlossen werden können. Und dafür gibt es sozusagen auch einige Hilfskonstruktionen, aber ich möchte darauf verweisen, dass wir die Entwicklung hier im Blick haben müssen und gegebenenfalls auch gesetzgeberisch nachsteuern müssen. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Westig von der FDP-Fraktion. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Reuter vom PKV-Verband. Welche Möglichkeiten und Hindernisse sehen Sie für die Ausweitung der betrieblichen Pflegevorsorge? Herr Reuter. Ja, Herr Vorsitzender, Frau Westig, vielen Dank für die Frage. Die betriebliche Vorsorge nimmt ja eine zunehmende Rolle auch ein, weil die Arbeitgeber auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung attraktiv sein müssen und über die bloße Geldleistung hinaus zusätzliche Leistungen erbringen müssen, um attraktiv zu sein und Fachkräfte zu gewinnen. Und die betriebliche Krankenversicherung nimmt hier schon eine sehr wesentliche Aufgabe ein, indem nämlich über einen Arbeitgeber zu sehr einfachen und versicherten freundlichen Bedingungen den Arbeitnehmern und ihren Angestellten ein Versicherungsschutz vermittelt werden kann, im Grunde genommen eine Zusatzversicherung in der Regel zur gesetzlichen Krankenversicherung. Und dieses Modell, was wir in der Krankenversicherung schon seit langem haben, gibt es auch für die Pflegeversicherung als betriebliche Pflegeversicherung, die nach dem gleichen Muster läuft. Der Arbeitgeber bietet seinen Arbeitnehmern und deren Angehörigen die Möglichkeit, einen Pflegeversicherungsschutz zu erwerben, der dann selbst nach Ausscheiden aus der Beschäftigung fortgeführt werden kann, um auch so eine zusätzliche Absicherung zu erreichen. In der Vergangenheit war es so, dass diese Verträge so ausgestaltet werden konnten, dass der zugewandte Versicherungsschutz lohnsteuerrechtlich und dann in der Folge auch sozialversicherungsbeitragsrechtlich als Sachlohn ausgestaltet werden konnte, sodass also hier auch eine attraktive Förderung erreicht werden konnte. Das entsprach auch der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Das Bundesfinanzministerium hat diese Rechtsprechung zum Teil für nicht anwendbar erklärt. Trotzdem gibt es neue Rechtsprechung, die weiterhin an der Sachlohnmöglichkeit offen lässt. Das Bundesfinanzministerium hat nun einen Referentenentwurf vorgelegt, mit dem also diese steuerliche Möglichkeit wieder abgeschafft werden soll. Hier wäre dringend gegenzusteuern und es wäre sicherzustellen, dass die Arbeitgeber die Möglichkeit haben, betriebliche Kranken- und auch betriebliche Pflegeversicherungen, die ein echtes Asset sind im Wettbewerb um Fachkräfte, um Arbeitskräfte, steuerlich als Sachlohn behandeln zu können. Vielen Dank. Die Frage kommt jetzt von Dr. Roy Kühne. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Verband der privaten Krankenversicherung und zwar auf Hinsicht der Einschätzung, die Herr Professor Sodan eben gesagt hat. Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht den Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Altersrückstellung sukzessive aufzulösen und allen Krankenversicherten zugutekommen zu lassen? Wie gesagt, die Frage bezieht sich auf die Einschätzung von Herrn Professor Sodan eben gehört und geht an den Verband der privaten Krankenversicherer. Herr Maul. Entschuldigung, Herr Reuter. Ja, Vorsitzender, Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Verfassungsrechtlich hat Herr Professor Sodan schon sehr schlüssig dargelegt, dass ein solches Vorhaben unvereinbar wäre mit wesentlichen grundrechtlichen Gewährleistungen, namentlich der Berufsfreiheit der Versicherungsunternehmen, aber auch mit der Eigentumsgarantie nach Artikel 14 Grundgesetz.
Man muss sich darüber im Klaren sein, ein solches Vorgehen wäre nicht weit entfernt von einer Enteignung, wie sie eben unsere grundgesetzliche Ordnung nur unter engen Voraussetzungen zulässt, die hier nicht vorliegen würden. Ein solches Vorhaben würde aber auch, was die nachhaltige Finanzierung der Absicherung von der Pflege angeht, nichts bringen, weil nämlich diese Alterungsrückstellungen sind ja von den Versicherten aufgebaut worden in der privaten Pflegepflichtversicherung, um ihre zukünftigen Kosten im Alter für die pflegerische Versorgung zu finanzieren. Und wenn man jetzt diese Mittel umwidmen würde, indem man sie kurzfristig verfrühstückt, wenn ich mal so formulieren darf, und auch heute wurden ja wieder eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, was man mit dem Geld alles kurzfristig finanzieren kann, dann würde man den Vorteil, den diese Alterungsrückstellungen bieten, nämlich eine nachhaltige Finanzierungsgrundlage auch für die Zukunft zu schaffen, verschenken und die Finanzierungsproblematik, die wir im Umlagesystem langfristig haben, noch verschärfen. Der richtige Weg ist eigentlich, hier die Kapitaldeckung auszubauen, mehr Alterungsrückstellungen aufzubauen und auch über die jetzigen Leistungsansprüche schon hinaus auch diese mit Kapital zu unterdecken. Und das funktioniert auch in der Niedrigzinsphase. Es ist ziemlich genau 10 Jahre her, am 15. September 2008 war die Pleite von Lehman Brothers. Wir haben in den letzten 10 Jahren die größte Finanzmarktkrise erlebt, die wir seit der Rezession in den 30er und 20er Jahren hatten. Und in dieser Zeit haben sich die Alterungsrückstellungen der privaten Krankenversicherung trotzdem verdoppelt. Und die durchschnittliche Nettoverzinsung 2017, also 9 Jahre nach Ausbruch der Finanzmarktkrise, lag immer noch bei 3,4%. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Claudia Moll und die wird uns jetzt eine Frage stellen. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband und zwar folgende. Sie sprechen sich für einen Steuerzuschuss für versicherungsfremde Leistungen aus. Würde dies aus Ihrer Sicht das Problem der steigenden Eigenanteile vollständig lösen? Beziehungsweise wie hoch wäre dann die Entlastung der Beitragszahler? Herr Kiefer. Ja, herzlichen Dank. Gernot Kiefer, GKV-Spitzenverband. Ja, das Thema Steuerzuschuss ist ein Thema, was wir seit etwa 12 Monaten doch durchaus noch mal sehr intensiv in die inhaltliche Debatte mit einbringen, weil wir im Gegensatz zu einigen anderen Sachverständigen, die heute hierzu auch schon gesprochen haben, lieber Herr Kollege Kress, schon der Auffassung sind, dass es auch in der Pflegeversicherung gute inhaltliche Begründungen gibt, weil die Pflegeversicherung ähnlich wie die Begründung in der Krankenversicherung eben auch gesamtgesellschaftliche Leistungen erfüllt und übernimmt. Der größte Betrag, der aus unserer Sicht dazu zu ordnen sind, ist die Aufwendungen für die Alterssicherung von Pflegepersonen, die die Pflegeversicherung entsprechend hat. Wir haben dazu eine Summe, um nur mal den Wert zu nennen, von roundabout 2,1 Milliarden Euro im Jahre 2018 aufzuwenden gehabt als Pflegeversicherung. Insgesamt, weitere kleinere Beträge hinzugerechnet, gehen wir nach derzeitigem Stand etwa von einem Volumensteuerzuschuss, was man mit dieser Argumentationslinie legitimieren kann, von etwa 2,7 Milliarden Euro aus. Das löst nicht das Problem sozusagen unangemessen steigender Eigenanteile in der Pflegeversicherung vollständig. Kann es nicht, aber es wäre ein Beitrag, das in Beitragssatzpunkten ausgedrückt ist, das etwa 0,2 Beitragssatzpunkte. Und ich glaube auch, man muss hier an verschiedenen Schrauben drehen. Wir hatten im Verlauf der Anhörung heute Nachmittag ja verschiedenste Aspekte angesprochen. Letzte Bemerkung gerne auf Herrn Dr. Albrecht nochmal beziehen. Ich glaube, man muss in der Diskussion auch immer sehen, auch unter Verteilungsgesichtspunkten, das System der Sozialversicherung ist auch immer nur zu denken, heute wie historisch sozusagen mit einer drunterliegenden Grundsicherung über entsprechende staatliche Verantwortung, die dann auch vom Staat wahrgenommen wird. Das ist das Prinzip beispielsweise ausgedrückt in dem Prinzip Hilfe zur Pflege. Und ich werbe ein Stück weit dafür, dieses Prinzip ein Stück weit aus einer emotional und politisch vielleicht schwierigen Ecke rauszuholen und sagen, es ist ein legitimer
Anspruch des Bürgers gegen die Fürsorgeverantwortung des Staates, auch entsprechende Hilfe zu beantworten. Und es ist nicht so irgendetwas, was in die Schmuddelecke gehört, sondern es ist die Fürsorgepflicht des Staates unterhalb der Grenzen der Sozialversicherungsleistungen für seine Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb sind Hilfen zur Pflege nichts Ehrenrühriges, sondern ein verdammter Rechtsanspruch. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Oehme von der AfD. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich nochmal an den Arbeitgeberverband Pflege. Der Antrag der Fraktion Die Linke führt aus, dass ständig steigende Eigenanteile in der stationären Pflege immer mehr Pflegebedürftige in die Sozialhilfe trieben. Dabei wird der Eindruck erweckt, dass dies wesentlich mit Renditeerwartung von Einrichtungsträgern und einer besseren Situation von Privatversicherten zusammenhängt. Können Sie bitte noch einmal erläutern, welche Ursachen wesentlich für die Steigerung von Eigenanteilen sind? Und würden diese Kostensteigerungen zulasten der Pflegebedürftigen mit einer Einführung einer Zwangspflegeversicherung für alle oder einer Bürgerversicherung obsolet? Danke. Vielen Dank, Herr Greiner. Ja, also Herr Wirtschuk-Land, also Thomas Greiner, Arbeitgeberverband Pflege. Und vielen Dank für die Frage. Es wurde ja schon ausgeführt, dass die Pflegeversicherung, ob das jetzt Teilkasko oder Teilkosten, organisiert ist. Wovon hängen die Eigenanteile ab? Es gibt aus meiner Sicht zunächst mal noch einen wichtigeren Begriff, nämlich das sind die Frage nach den Zuzahlungen. Was muss der Einzelne oder seine Angehörigen bezahlen, wenn sie in eine stationäre Einrichtung gehen? Und das interessiert die Leute. Was muss raus aus meinem Geldbeutel? Und das geht nun mal in der Bundesrepublik von 1200 Euro, ganz grob Sachsen-Anhalt, bis 2400 Euro Nordrhein-Westfalen. Der Durchschnitt ist ungefähr bei 1800 Euro. So, wie kommt das jetzt zustande? Die entscheidenden Stellschrauben sind zum einen die Personalschlüssel. Das heißt, wie viel Personal habe ich zum Beispiel für die Versorgung von 100 alten Menschen? Und da geht es von Mecklenburg-Vorpommern 32 Vollzeit bis hin nach Bayern 42 Vollzeitkräfte. Das muss man sich einfach mal klar machen. Das bedeutet natürlich, dass ich eine ganz andere Kostenstruktur habe. Die nächste Frage ist, was wird bezahlt? Und es ist natürlich so, dass in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr bezahlt wird wie in Sachsen-Anhalt. Und das beides führt in der Kombination dazu, dass die Zuzahlungen in Sachsen-Anhalt, weil der Personalschlüssel deutlich kleiner ist, weil die Löhne und Gehälter deutlich geringer sind, eben auch die Zuzahlungen deutlich niedriger sind. Und wir diskutieren im Moment aus meiner Sicht am folgenden Punkt. Der Gesetzgeber, der Landesgesetzgeber, regelt den Personalschlüssel. Im Moment geht es politisch darum, ob zukünftig auch die Bezahlung quasi durch den Gesetzgeber geregelt wird. Stichwort allgemeinverbindlicher Tarifvertrag. Und hier stecken Kostensteigerungen, die kommen werden, die am besten zu erkennen sind im letzten Jahr am Beispiel Brandenburg, wo in Brandenburg der Personalschlüssel leicht angehoben wurde und dann gab es einen Tarifvertrag Abo Verdi und dann sind die Zuzahlungen von vielen Leuten um 500 Euro pro Monat gestiegen. Und um diese Themen diskutieren wir im Moment und ringen wir im Moment. Und dazu kommt etwas, was mich auch stört. Wissen Sie, ich erlebe es oft so, die Politik, ohne dass ich Politik bashen möchte, hat ein bestimmtes Modell, nämlich der Erfolg hat viele Väter und wenn refinanziert werden muss, ist es ein Waisenkind. Wenn ich das höre, wie hier appelliert wird an die Bundesländer, letztes Jahr Generalistik, tolle Sache. Jetzt geht es darum, wer refinanziert die Pflegeschulen, Sache der Länder. Da passiert nichts. Und das ist das, was es für Unternehmen extremst schwierig macht. Ein anderes Beispiel, weil Herr Kiefer jetzt was sagt zu Profitabilität. Alle sind froh, dass es in dem Land zwischenzeitlich viele Einzelzimmer gibt. Dafür wurde investiert. Im Moment gibt es in Baden-Württemberg die Einzelzimmerregelung und in Nordrhein-Westfalen die Einzelzimmerregelung. Und jetzt steigen die Investkosten für die Leute. Und die Leute, die bei uns ein Altenheim führen und jetzt den Bewohnern und ihren Angehörigen sagen müssen, das wird teurer, die werden nicht geküsst. Die werden nicht geküsst.
Und jetzt geht man hin und suggeriert so irgendwo, naja, das sind die Renditevorstellungen bzw. der Rendite geschuldeter Unternehmen. Das ist politisch entschieden worden, zu sagen, in Bayern und Baden-Württemberg machen wir die Einzelzimmerregelung. Kann man ja auch, gibt es auch dafür gute Argumente. Gott sei Dank gibt es private Unternehmen, die diesbezüglich das Kapital auftreiben wollen. Ich sitze in einem Unternehmen im Aufsichtsrat, dort haben wir in Bad Schussenried jetzt ein Altenheim, das wir sanieren. Für 12 Millionen, die dort investiert werden müssen, ein 250-Bettenhaus, das hätte ein kleiner Unternehmer gar nie refinanziert bekommen. Insbesondere auch, weil es durch die ganzen Debatten, die wir hier führen, also nicht nur hier, sondern allgemein im politischen Raum, immer schwieriger wird für die Unternehmen, eben sich auch zu refinanzieren. So, und ich wünsche mir, dass diese Zusammenhänge öffentlich viel mehr kommuniziert werden, weil auf Dauer muss man uns im Klaren sein, die Zuzahlungen können nur steigen, wenn wir jetzt sagen, wir machen höhere Personalschlüssel und wir bezahlen beispielsweise allen Pflegekräften in diesem Land mindestens Fachkräften 2.500 Euro. Das ist absehbar, dass die Zuzahlungen dann in den neuen Bundesländern um 400-500 Euro pro Monat steigen werden. Das muss man wissen und das soll man sich dann nicht vom Acker machen, wenn die Rechnung gestellt wird. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Pia Zimmermann von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Frank vom DGB. Wie beurteilen Sie die Forderung nach mehr Eigenvorsorge, also eine Ausweitung von individuellen und kollektiven Finanzierungselementen der Kapitaldeckung anstelle höherer Leistungen der sozialen Pflegeversicherung? Herr Frank. Marco Frank für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Vielen Dank für die Frage. Ja, mit diesem Vorschlag, mit dieser Forderung würde natürlich die Privatisierung des Pflegerisikos vorangetrieben werden und eben nicht, wie es jetzt ist, die Absicherung des Pflegerisikos solidarisch erfolgen. Deswegen lehnen wir diese Forderung ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Erich Ilsdorfer von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Vorsitzender, danke. Meine Frage geht an das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, an Frau Dr. Kochskemper. Mit der Ausweitung der sozialen Pflegeversicherung auf Privatversicherte würde auch der Kreis der Versicherten mit Leistungsanspruch ausgeweitet. Können Sie die wirtschaftlichen Folgen dieser Ausweitung für die soziale Pflegeversicherung bitte darstellen? Frau Dr. Kochskemper. Susanna Kochskemper vom Institut der Deutschen Wirtschaft, vielen Dank. Gut, also ich wiederhole auch gern noch mal ein bisschen die Problematik. Also wir haben momentan zwar eine etwas günstigere Versichertenstruktur in der privaten Pflegeversicherung angesichts der Prävalenz, also des Pflegerisikos. Aber die Altersstruktur der Privatversicherten ist eben entsprechend heute schon etwas weiter fortgeschritten, um es positiv zu formulieren, als die der gesetzlichen Pflegeversicherung. Und wenn ich nun eben diesen Personenkreis in eine Bürgerversicherung überführe, dann kommt es dazu, dass allein dieser Alterungseffekt des Kollektivs künftig die Versichertenstruktur, also und insbesondere hier eben das Alter der einer solchen Bürgerversicherung in Anführungszeichen verschlechtert. Also wir hätten eine etwas schlechtere Altersstruktur im Schnitt, als wir es heute, also und für die Zukunft, als wir es heute in der sozialen Pflegeversicherung haben und auch in Zukunft hätten. Wie gesagt, der Alterungseffekt überspielt sozusagen den Effekt, den die etwas günstigere Risikostruktur hat. So, der zweite Punkt ist dann eben die Tatsache, dass wenn wir heute überführen würden, wir aufhören, für diese Gruppe der Privatversicherten Alterungsrückstellungen zu bilden. Das, was dann in Zukunft an diesen Alterungsrückstellungen fehlt, muss eben in Zukunft auch von den Beitragszahlern erwirtschaftet werden. Und selbst die Ausweitung der Beitragsbemessung, also selbst wenn ich die Beitragsbemessungsgrundlage anhebe oder auch weitere Einkünfte mit anbeziehe, kann das eben nicht vollständig kompensieren. Also das heißt, langfristig verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation, wenn man so will, einer solchen Bürgerversicherung im Vergleich
zu der sozialen Pflegeversicherung heute. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Frau Kleinschmeick, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich hätte eine Frage an Herrn Kiefer vom GKV-Spitzenverband. Wir hatten ja vorhin im Raum, dass es gerade bezogen auf die Bezahlung der Pflegekräfte noch einen großen Nachholbedarf gibt, wenn wir Richtung tarifgerechter Bezahlung gerade in der Altenpflege gehen wollen. Halten Sie diese Kosten für das Sozialversicherungssystem für stemmbar? Und welche Elemente würden Sie vorschlagen, damit wir das dann auch hinbekommen? Vielen Dank, Herr Kiefer. Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete Kiefer, GKV-Spitzenverband. Also rein abstrakt ist natürlich klar, wir reden von zusätzlichen Kosten. Wir wissen nicht ganz genau, in welchem Umfang sie sein werden, aber wir haben gemeinsam so eine gefühlte Lage, dass sie nicht sozusagen nachrangig voraussichtlich sein werden. Natürlich ist es im Sozialversicherungssystem finanzierbar, wenn denn dann die entsprechende Bereitschaft besteht, dann auch die Beitragssätze in der Pflegeversicherung weiter anzuheben. Das ist eine relativ platte Antwort. Aber in der jetzigen Mechanik haben wir natürlich immer die Wirkung, und darüber diskutieren wir in der letzten Stunde noch mal besonders intensiv, dass bei entweder stabilen, stagnierenden Einnahmen der Pflegeversicherung, gleichzeitig überproportional steigenden Aufwendungen, es im Wesentlichen mechanisch zulasten der einzelnen Pflegebedürftigen läuft. Das ist das Problem sozusagen in der Grundkonstruktion. Und da plädieren wir ja schon für ein Bündel von Maßnahmen, um diesen Effekt, der auch insbesondere mit Blick auf die sehr ungleiche Verteilung von Alterseinkommen sozialpolitisch am unteren Rand der Alterseinkommen zunehmend ein Problem wird. Nicht bei denjenigen mit den mittleren und guten Renten, die in der Lage waren, auch Vorsorge zu betreiben und ein Stück weit Vermögen aufzubauen, sondern insbesondere, und da muss man sich die Daten des Statistischen Bundesamts beispielsweise ranziehen, haben wir eine große Gruppe, insbesondere auch Frauen, mit relativ überschaubaren oder geringen Alterseinkommen, die genau eigentlich das sozialpolitische Problem aus meiner Sicht ausmachen, auf das man gezielt entsprechende Maßnahmen, die aus dieser Mechanik ein Stück weit rausgehen oder ihre Wirkung dämpfen, dann eingehen muss. Das ist der Empfehlung, die ich geben kann. Ich glaube, wir haben ein Problem, was die soziale Belastung betrifft, nicht generell für alle potenziell Pflegebedürftige, sondern einkommensabhängig für diejenigen, die geringe Alterseinkommen haben und die nicht in der Lage waren, was meistens miteinander korreliert, entsprechende Vorsorge zu betreiben. Vielen Dank. Emmy Zollner von der CDU-CSU. Ja, meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Martin Albrecht. Wie beurteilen Sie aus systematischer Sicht den Vorschlag, alle Einkommensarten zur Beitragsbemessung in der sozialen Pflegeversicherung mit einzubeziehen? Herr Dr. Albrecht. Albrecht, IGES-Institut, danke für die Frage. Es ist ja nicht so, dass es das Element heute schon nicht gäbe. Bereits für heute freiwillig versicherte Mitglieder in der SPV werden ja sozusagen schon alle Einkommensarten berücksichtigt. Aber natürlich konzentrieren sich die Beitragseinnahmen auf die Einkommen aus abhängiger Beschäftigung, was aus der Tradition der Kranken- und damit auch Pflegeversicherung als Arbeitnehmerversicherung herrührt. Eine deutlich stärkere Einbeziehung anderer Einkommensarten treffe aber auf bestimmte Probleme, die schon im Zusammenhang mit ähnlichen Vorschlägen bei der Krankenversicherung diskutiert worden. Und ich möchte mal drei wesentliche nennen. Das eine ist, dass auch eigene frühere Berechnungen gezeigt haben, dass der Finanzierungseffekt durch die Beitragspflicht von Kapital- und Vermögenseinkommen relativ überschaubar bis marginal ist, weil sich diese Einkommen ja überwiegend bei Personen konzentrieren, die bereits mit ihrem Erwerbseinkommen die Beitragsbemessungsgrenze erreichen. Also man müsste dann schon gleichzeitig, wie auch teilweise gefordert, die Beitragsbemessungsgrenze sehr deutlich anheben, damit diese Einkommensarten einen Finanzierungsbeitrag leisten könnten. Wenn wir aber weiterhin eine Beitragsbemessungsgrenze haben, stellt sich auch das Problem, in welcher Reihenfolge unterschiedliche Einkommensarten verbeitragt werden und wie mit negativen Kapitaleinkommen umgegangen werden sollte. Wenn man jetzt eine sehr starke Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze
ins Auge fasst, dann hätte das meiner Meinung nach unter Anreiz- und Verteilungsgesichtspunkten sehr fragwürdige Effekte. Denn die Sozialabgaben belasten vor allem Geringverdiener. Im Unterschied zum Steuersystem haben wir da weder einen Freibetrag noch eine progressive Belastungsgestaltung. Insofern würde ich dafür plädieren, wenn man hier die Finanzierungsbasis verbreitern will, dann sollte man eher Steuerzuschüsse in Erwägung ziehen oder eben noch besser steuerfinanzierte Beitragszuschüsse. Denn die wären aus Anreiz- und verteilungspolitischer Perspektive meiner Meinung nach einer Verbreiterung der Einkommensbasis auf andere Einkommensarten zu bevorzugen. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion. Meine Frage geht an den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Professor Rosenbrock. Die Bundesregierung geht davon aus, dass mit den letzten Beitragssatzsteigerungen die Finanzierung der Pflegeversicherung bis 2022 stabil gehalten werden kann. Teilen Sie diese Einschätzung insbesondere vor dem Hintergrund weiterer Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag? Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Rolf Rosenbrock für den Paritätischen Gesamtverband. Lassen Sie mich zunächst mal sagen, dass die ja doch sehr beträchtlichen, prozentual gesehen sehr beträchtlichen Erhöhungen des Pflegeversicherungsbeitrags in den letzten Jahren auf überraschend wenig Gegenwehr gestoßen sind. Weil, glaube ich, jedem Akteur in der Gesellschaft klar ist, hier ist ein riesengroßes Problem, das nur mit mehr Geld überhaupt gelöst werden kann. Also wir sind jetzt bei 3,05 bzw. 3,30. Wir waren mal bei 2. Das ist eine Steigerung, wenn Sie es prozentual sagen, von 50%. Und die ist locker weggegangen. Gleichwohl bin ich nicht der Auffassung, dass das reicht, sondern wir glauben, dass wir jährlich ungefähr 10 Milliarden mehr brauchen, um die von mir genannten Punkte zu bewältigen. Also eine Ansteigerung der Leistungsempfänger, Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger, Leistungsumfangssteigerung, neue Leistungen, zu wenig Personal, unterbezahltes Personal, Investitionsstau. Das haben wir sicherlich nicht präzise, aber wir kommen auf ungefähr 10 Milliarden Euro zusätzlich und sind deshalb näher bei der Schätzung der Bertelsmann Stiftung, die, ich bin jetzt nicht sicher, welches Jahr das war, die 4,35 vorgesehen hat. Also das Modell der Bertelsmann Stiftung, was da dieses Jahr veröffentlicht worden ist, das schien uns sehr viel einleuchtender zu sein. Und ich glaube, man muss dem auch einfach klar entgegensehen. Man kann das Problem nicht kleinrechnen. Auch die Demografie spielt nicht sozusagen nach Flöte, sondern die spielt nach ihren eigenen Gesetzen. Und das ist auch alles gar nicht bedrohlich, wenn man es rechtzeitig anfasst und verständlich kommuniziert. Dankeschön. Vielen Dank. Das war jetzt auf den Punkt. Ich hatte gesagt, wir schließen nach genau 120 Minuten. Was ich damit tue. Ich bedanke mich bei den Fraktionen, aber ganz besonders bei den Sachverständigen, dass sie so qualifiziert geantwortet haben. Ich denke, das Thema hat gezeigt, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und dass wir uns sicherlich in den nächsten Monaten mit dieser Frage noch intensiv auseinandersetzen werden. Vielleicht muss man auch mal prüfen, ob jeder Euro, den wir ausgeben, an der richtigen Stelle ausgegeben wird, ohne dass man neues Geld ins System holt, dass man guckt, ob das, was drin ist, nicht besser an einer anderen Stelle investiert ist. Und vielleicht muss man auch noch mal prüfen, ob die Sektorengrenzen nicht auch nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch im pflegerischen Bereich weiter geöffnet werden können. Also ich denke, es gibt genügend Bereiche, wo wir noch diskutieren können. Und wer hat das, der heilige Augustinus gesagt? Wo mehr Mühe ist, mehr Ertrag. Und ich denke, wir kommen dann auch zu guten Lösungen. Ich wünsche einen schönen Nachmittag.